Jo, einen wunderschönen guten Abend. Heute am Europatag 2022 geht ja gut los mit meinen Sprachstörungen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid an den TV-Endgeräten, an Handys und Computern auf der ganzen Welt, aber vor allen Dingen hier hoffentlich irgendwo. Ja, heute ist ein besonderer Tag. Wir feiern heute Europa. Wobei die große Frage ist, wie viel gibt es da eigentlich wirklich zu feiern? Und aus diesem Grund gibt es heute einen 100% Mensch-Talk-Spezial. Wir sprechen mit der Europaabgeordneten Terry Reintke vom Bündnis 90 Die Grünen, der Bundestagsabgeordneten Judith Skudelny von der FDP und dem Landtagsabgeordneten Oliver Hildenbrandt von Bündnis 90 Die Grünen über Queerness auf Landes-, Bundes- und Europaebene. Also die Frage ist, welche queeren Themen liegen gerade an? Wie können wir in Land, Bund, Europa mit den queerfeindlichen Strömungen und auch queerfeindlichen Regierungen umgehen? Wir müssen nur nach Polen gucken, nach Ungarn, nach Rumänien, aber auch in Deutschland selber ist die Lage an manchen Stellen halt auch noch nicht wirklich prickelnd. Welche Rolle spielen hierbei Partnerstädte und Partnerregionen? Und wie gehen Land und Bund mit Hassgewalt um? Auch ein ganz großes Thema, weil die Zahlen der Hassgewalt halt auch in Deutschland immer weiter steigen. Und schlussendlich ist die bisherige Politik der Inklusion queerer Menschen angesichts noch immer steigender Hasskriminalität erfolgreich? Oder brauchen wir eigentlich vielmehr eine fundamentalere Systemkritik? Also viele Fragen für eine Diskussion über den Stand der Dinge für queere Menschen in Land, im Bund und in Europa. Dieses Gespräch, was jetzt gleich folgt, das haben wir am Freitag aufgenommen. Und das heißt, ihr könnt kommentieren, das geht. Fragen stellen könnt ihr leider diesmal nicht. Ihr könnt Fragen natürlich einfach trotzdem in die Kommentarfunktion reinschreiben. Und wir leiten diese Fragen dann weiter an die drei DiskutantInnen. Und dann schauen wir, dass wir Antworten dafür euch noch bekommen. Aber jetzt noch ein kleiner Dank erstmal an die Landeshauptstadt Stuttgart, die diesen Talk unterstützt, also die Reihe 100% Mensch Talk. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich gebe mal ab an die Aufzeichnung in das Studio. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier aus dem 100% Mensch Studio. Wir haben heute einen ganz besonderen Talk vor uns, heute am Europatag, wobei heute am Europatag nicht ganz stimmt. Der Europatag ist am Montag, heute ist Freitag
und wir zeichnen auf. Dies ist also eine Aufzeichnung. Ihr könnt leider diesmal keine Fragen stellen, aber Kommentare hinterlassen könnt ihr natürlich auf alle Fälle. Ich begrüße drei wunderbare Gäste, die ich mir eingeladen habe heute hier zu unserem Europatag. Zuerst möchte ich begrüßen aus dem Europäischen Parlament, direkt live zugeschaltet aus Brüssel, Terry Reinke von Bündnis 90 Die Grünen. Hallo Terry, schön, dass du dabei bist. Hallo, schön hier zu sein. Dann haben wir aus dem Bundestag, sie sitzt im Bundestag für die FDP und war 2018 Schirmfrau des Stuttgart Prides. Herzlich willkommen, Judith Skudelny. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und last but not least, aus dem Landtag, ganz frisch hier in Baden-Württemberg, gewählt, Olli Hildenbrand. Herzlich willkommen, dass du da bist. Hallo in die Runde, schön dabei zu sein. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich würde erstmal mit einer ganz kurzen Frage losgehen an euch alle erstmal. Terry, wir haben letztes Jahr ja zum Idaho Bitter, zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit, ein Interview geführt, ein sehr schönes. Und du hast damals von einem parteiübergreifenden queeren Netzwerk im Europäischen Parlament berichtet. Das fand ich super spannend. Woran arbeitet ihr denn momentan? Wir arbeiten an sehr vielen Dingen, aber vor allem arbeiten wir daran, die LGBTIQ-Freiheitszone, die wir ja letztes Jahr ausgerufen haben im Europäischen Parlament für die Europäische Union, die wirklich mit Leben zu füllen. Das ist eine sehr große Herausforderung, weil es ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, auch sehr viele Angriffe auf LGBTI-Rechte in der Europäischen Union gibt. Aber wir versuchen das sowohl parlamentarisch als auch gemeinsam mit der Zivilgesellschaft auf der Straße wirklich in die Realität zu bringen. Super. Ja, die Angriffe, die du gerade angesprochen hast, über die werden wir natürlich heute auch sprechen. Das ist natürlich, das ist ja Europa gerade. Da kommen wir dann gleich zu. Frau Skudelny, ich habe es gerade schon gesagt, Sie waren 2018 Schirmfrau beim Stuttgarter Pride. Was haben Sie für sich denn aus dieser Schirmherrschaft oder Schirmfrauschaft für sich mitgenommen? Welche Auswirkungen hat das denn für Ihre Arbeit im Bundestag gehabt? Gab es Auswirkungen für Sie? Ja, natürlich gibt es Auswirkungen. Man ist natürlich ganz anders einem Thema verpflichtet, wenn man auch noch Schirmfrau ist und mit ganz, ganz vielen tollen Menschen sich unterhält. Man kriegt ganz andere Einblicke. Ich habe natürlich in meinem Freundeskreis ein bestimmtes Spektrum von Menschen, mit denen ich mich einfach immer unterhalte und die Rückmeldungen geben. Wenn man Schirmfrau ist, dann kriegt man was ganz, ganz unterschiedlichen, teilweise aus der Industrie, teilweise von den Betroffenen selber, teilweise, wir hatten ja, ich habe die Schirmfrauschaft oder die Schirmherrschaft, übrigens war das auch ein langes Thema, bin ich eigentlich Schirmfrau, Schirmherr oder was bin ich eigentlich, im Vorfeld dieser Schirmschaft unterhalten. Ich habe aber meine Schirmschaft übernommen von jemand aus der Kirche, also ich hatte ganz, ganz viele Gespräche und aus dem Wissen und aus dem Hintergrund, den man da erfährt und aus, wie soll ich sagen, der Haltung und dem Zusammenhalt in dem Zeitraum der Schirmherrschaft oder Schirmfrauschaft, entsteht eine ganz andere Verpflichtung dem Thema gegenüber. Das heißt, man ist gebunden, man fühlt sich dem verpflichtet und zwar nicht nur in diesem einen Jahr, in dem man da die Arbeit übernimmt, sondern darüber hinaus. Und ich freue mich, dass ich nach wie vor der Community sehr nahe stehe, dass ich auf alle Veranstaltungen eingeladen werde, dass ich nach wie vor die Rückmeldung kriege. Und ich finde es vor allem ganz wichtig, dass ich auch im Bundestag in den Netzwerken mit drin bin, wo wir eben versuchen, die Themen voranzutreiben. Das ist, finde ich, etwas, was hängen geblieben ist und was natürlich weitergeht, lange über das Jahr 2018 und übrigens auch lange über das Jahr 2022 hinaus. Das freut mich sehr. Olli, gehen wir mal kurz zu dir rüber. Du bist ja gerade recht frisch gewählt in den Landtag gekommen. Was sind denn so deine Ziele? Und vor allem, ist der Landtag so, wie du ihn dir vorgestellt hast? Frage ich erstmal so rum. Welche Ziele hast du dir für diese Wahlperiode denn gesteckt, die du gerne im Landtag angehen würdest? Ja, also wie du sagst, ich bin jetzt ziemlich genau ein Jahr Landtagsabgeordneter und ich muss sagen, ich fühle mich wirklich an einem guten Ort, um politisch was zu bewegen. Es gibt wahnsinnig viele Aufgaben und die Herausforderungen, vor denen wir politisch insgesamt stehen, die sind ja gerade in diesen Zeiten wirklich gigantisch groß. Ein Thema, das mich schon immer politisch besonders antreibt, ist der Einsatz für eine Gesellschaft, in der alle Menschen die gleiche Würde, die gleichen Rechte und die gleichen Chancen haben. Und als Mitglied im Innenausschuss und im Sozialausschuss habe ich mir
einen besonderen Themenschwerpunkt ausgesucht für meine politische Arbeit, nämlich der Kampf gegen Hass und Hetze und gegen Hasskriminalität. Und tatsächlich kann ich jetzt nach einem Jahr sagen, mit Fug und Recht kann man davon sprechen, dass wir in Baden-Württemberg den Kampf gegen Hass und Hetze wirklich zu einer Priorität in der Innenpolitik gemacht haben. Wir haben einen Kabinettsausschuss entschlossen gegen Hass und Hetze eingerichtet, eine Taskforce beim Landeskriminalamt. Und ja, es geht einfach darum, dafür zu sorgen, dass wirklich alle Menschen frei und selbstbestimmt in Baden-Württemberg leben können, angstfrei, diskriminierungsfrei. Und ja, auch dafür kann man im Landtag ganz viel bewegen. Dafür schon mal danke sehr. Wir selber, das Projekt 100% Mensch, hat ja die Kampagne Zeig sie an, also diesen Leitfaden zur Anzeige von Hasskriminalität entworfen. Da sind wir auch im Kontakt und da freue ich mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Das wird bestimmt gut, da was weiter in die Wege zu leiten. So, wir haben Europatag. Ich schmeiße jetzt einfach mal die Frage in den Raum. Was bedeutet Europa für euch, gerade in dieser Zeit? Wer möchte anfangen? Ja, Frau Skudelny. Wir haben ja ausgemacht, dass man Handzeichen gibt wegen der Verzögerung, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Also ich glaube, Europa ist Chance und Risiko in gleichem Maße. Aber da mag mir die Europaabgeordnete noch ein Stück weit vielleicht widersprechen oder unterstützen. Ich glaube, wir sehen gerade, zumindest sehe ich das im Bundestag, dass wir zwar, was die formalen Richtlinien in der Politik große Fortschritte machen. Unser Koalitionsvertrag hat tolle Punkte drin, auch im Bund, die wir gemeinsam umsetzen wollen. Wir haben jetzt eine Fortschrittskoalition mit SPD und Grünen und FDP, die wirklich auch den gesellschaftlichen Wandel möchten. Und gleichzeitig sehen wir, dass Menschen wie Tessa Ganderer von der AfD im Deutschen Bundestag öffentlich angegangen werden. Das heißt, ich sehe so ein Stück weit ein Auseinanderdriften. Auf der einen Seite versuchen wir, die formalen Voraussetzungen der Gleichberechtigung und der gleichen Menschenwürde immer besser zu machen. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass wirklich öffentliche Angriffe zunehmen. Und genau das Gleiche sehe ich auch in Europa. Europa hat die Chance, tatsächlich vieles besser zu machen. Wir wollen ja auf europäischer Ebene einbringen, dass wir beispielsweise die Ehe für alle wirklich in allen Ländern gleichermaßen anerkennen. Und gleichzeitig sehen wir, dass manche europäischen Länder einfach dramatische Rückschritte machen und eben nicht im Gleichklang vorausgehen. Und insofern ist Europa, finde ich, ein toller Rahmen, muss ein toller Rahmen bleiben. Gerade jetzt, wo wir sehen, dass eben Krieg nicht selbstverständlich ist, ist es umso wichtiger, dass wir in Europa zusammenrücken. Aber dieses Zusammenrücken bedeutet eben auch, dass wir unsere gleichen Werte und die gleichen Menschenrechte exportieren. Und ich glaube, da haben wir auf der einen Seite die Chance, Instrumente anzuwenden, das zu machen, auf der anderen Seite aber auch die Verpflichtung, diese Instrumente anzuwenden und das Bewusstsein dafür, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, egal woher er kommt, was er macht und wohin er will. Ich glaube, das ist etwas, was wir in Europa noch forcierter vorantreiben müssen. Und wo wir aber auch nicht nur auf Europa zeigen müssen, sondern auch in Deutschland anfangen müssen, hier auch unterhalb der Kriminalitätsschwelle, weil ich sage jetzt mal, die gesellschaftliche Diskriminierung, das Gesellschaftliche ist ja der Boden, auf dem dann am Ende die Kriminalität wächst, dass wir da nicht nur auf Europa gucken müssen, sondern auch gucken müssen, dass wir in Deutschland hier deutlich besser werden, als wir im Moment sind. Und wo ich auch manchmal tatsächlich das Gefühl habe, dass wir in Deutschland wieder Rückschritte machen. Das Bild von Ihnen, Perry? Frau Skudelny, Bitte? tatsächlich die Also hier Latenz ist ein läuft Thema, Holger. Das ist zu Recht vorgewarnt, sozusagen, Wer möchte ja. weitermachen? Terry hat, glaube ich, einen Ansatz gemacht. Oder Olli, möchtest du als nächster? Olli kann auch gerne zuerst. Du dürftest auch gerne zuerst, aber ich wollte ganz ein Bild aufgreifen von Frau Skudelny, das mir ganz gut gefallen hat, nämlich dieses Bild von dem Rahmen. Ja? Also aus meiner Sicht oder für mich ist Europa eigentlich die Idee des Gemeinsamen und ein Raum von Freiheit und Solidarität. Also das macht es für mich eigentlich aus, weil wir bei vielen politischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die Klimakrise, jetzt ganz aktuell die Fragen von Krieg und Frieden, ja, ganz klar sehen, das kann man ja nie im Leben im kleinen nationalstaatlichen Rahmen irgendwie lösen oder bewältigen. Da muss man zusammenarbeiten und dann ist diese Idee des Gemeinsamen eben auch eigentlich das, was einen handlungsfähig macht und was einfach dafür sorgt, dass man tatsächlich die Dinge auch so gestalten kann, wie man das muss, ja. Und natürlich jetzt die Situation mit diesem brutalen Angriffskrieg von Putin auf die Ukraine,
stellt einfach auch noch mal ganz klar heraus, dass Europa als auch Friedensraum, ja, dass das vielleicht was ist, was wir alle gemeinsam auch zu selbstverständlich einfach genommen haben. Das ist jetzt einfach tief erschüttert und deshalb hoffe ich, dass wir diesen Raum des Friedens ja auch wieder gemeinsam eben hinkriegen können. Und ja, die Idee des Gemeinsamen und ein Raum von Freiheit und Solidarität. Ich glaube, ich kann da auch ganz gut anschließen. Ich hatte auch an Frieden und Freiheit gedacht und vielleicht eine Reflexion, weil das jetzt auch schon angesprochen worden ist. Ich war vor ungefähr einem Monat in Kiew und Butscha und Irpin. Und da ist mir auch nochmal sehr viel bewusster, also in dieser direkten Situation, wenn man sieht, das sind die schrecklichen Verbrechen, die da begangen werden, das ist die Zerstörung, die der Krieg da jetzt schon gebracht hat. Und ich will gar nicht darüber sprechen, was im Osten der Ukraine gerade passiert. Das, finde ich, zeigt auch nochmal, wie wichtig die Europäische Union als dieses Friedensprojekt ist. Und manchmal wird ja dann, also Frau Scudelny hat das angesprochen, diese Verordnung, diese Richtlinien und brauchen wir das eigentlich alles, dass sich da die Abgeordneten im Europäischen Parlament treffen. Und wenn man dann wirklich sieht, wie brutal Länder auch zurückgeworfen werden können, also wie eben mit diesem Angriffskrieg auf so wirklich existenzielle Fragen und was das mit den Menschen vor Ort macht, da muss ich wirklich sagen, mir sind die 10-Gurken-Verordnungen lieber als ein Tag in so einem Schreck, in so einer schrecklichen Situation zu sein. Also mir ist nochmal klar geworden, wie wichtig und wie zentral die Europäische Union gerade für solche grundsätzlichen Fragen ist, obwohl ich auch davor schon überzeugte Pro-Europäerin war. Und ich glaube, der zweite Aspekt, den ich wahnsinnig wichtig finde, ist wirklich dieser Freiheitsgedanke. Also, dass wir klar auch das durchsetzen müssen. Diese Europäische Union ist nicht nur eine Wirtschaftsunion. Wir wollen nicht nur gemeinsam Handel treiben, sondern wir haben uns gemeinsam auf Werte wie Demokratie, Freiheit, Grundrechte geeinigt. Und die müssen dann auch wirklich durchgesetzt werden, weil alle EU-BürgerInnen, leben sie jetzt in Stuttgart oder in Warschau oder in Budapest, müssen sich darauf beziehen können, dass ihre Rechte eben geschützt sind. Und ich finde, das muss auch eine Aufgabe dann der Europäischen Union sein, das auch wirklich durchzusetzen. Ich würde gerne eine Frage anschließen, weil ich habe es gerade schon gehört, so, bevor ich dann wieder an Frau Scudelny abgebe. Wir müssen Freiheit verteidigen und wir müssen auch Werte exportieren, war das Wort, das Frau Scudelny gerade genutzt hat. Ich habe so ein kleines bisschen Magenschmerzen mit diesem Freiheitsbegriff, denn für wen? Weil wenn wir jetzt mal angucken, der deutsche Rassismusmonitor ist jetzt gerade rausgekommen und über 30% sagen, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, zu empfindlich sind. Jede fünfte Person in Deutschland hat Rassismus erlebt, direkt. Wenn wir uns angucken, was hier in Deutschland auch sonst, was das queere Thema angeht, die Ehe für alle hat 27 Anläufe gebraucht, bis sie durchgesetzt worden ist. Das Transsexuellengesetz wurde seit Jahrzehnten, obwohl es verfassungsfeindlich ist, nicht geändert. Der Paragraph 175 1994 gestrichen, das Verbot an den OPs, an intergeschlechtlichen Kindern, ist löchrig und ein weiteres Sondergesetz, das immer noch nicht alle Kinder gleichmäßig schützt. Wenn man ehrlich ist, müssen sämtliche Sachen vom Bundesverfassungsgericht im Endeffekt an die Wege geleitet werden. Ich weiß nicht, also die ist immer die Frage Freiheit aus der Perspektive von wem? Frau Scudelny, Sie hatten sich gemeldet. Naja, im Namen meiner Partei ist ja auch das Thema Freiheit drin, deswegen haben wir auch immer wieder tatsächlich auch Diskussionen Freiheit. Und bei allen Themen, die jetzt angesprochen sind, ist es immer die Freiheit des Einzelnen gegen Eingriffe des Staates oder gegen staatliche Diskriminierung. Ich nehme jetzt mal das Thema Ehe für alle. Wer hat denn ein Problem? Wer verliert denn irgendwas dadurch, dass andere Leute heiraten können? Ganz ehrlich, niemand. Also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Menschen sich vorher überlegen, wen sie heiraten und davon niemand anders betroffen ist als die beiden, die dort heiraten. Das heißt, ich nehme niemandem etwas. Wen nehme ich denn etwas, wenn die Rechte anerkannt werden? Tatsächlich, wenn wir das Familienrecht nehmen, für uns ist, wir haben ja jetzt ein oder wir werden jetzt ein
besseres Familienrecht durchsetzen. Wir haben aber auch das Thema Mehrelternschaft bei uns. Wem nehme ich denn etwas, wenn ich Rechte untereinander stärke? Das heißt, dieser Freiheitsbegriff, wie wir ihn hier benutzen, ist tatsächlich die Freiheit des Einzelnen und aber auch die Stärkung der Rechte von Einzelnen gegen gesellschaftliche und gegen staatliche Diskriminierung. Das heißt, es ist nicht ein Freiheitsrecht, alles tun und lassen zu können, was ich will. Ich habe auch nicht die Freiheit, jemand anders eine Ohrfeige zu geben, weil das nämlich keine Freiheit ist, sondern ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht und in die körperliche Unversehrtheit des anderen. Das gilt wie körperliche, wie psychische Übergriffe, sage ich einfach mal, weil man muss nicht die Hand erheben, um jemand anders Schmerzen zuzufügen. Da ist die Grenze, aber über die ganzen Freiheitsrechte, über die ganzen Rechte und Pflichten, die Sie gerade eben genannt haben, da geht es um das Individuum und wir nehmen niemandem was. Wir geben Menschen ihre Würde zurück, wir geben Menschen ihre Rechte zurück und das von einer Gesellschaft, die in der Vergangenheit vielleicht andere Sichtweisen hatte, die heute aber deutlich überkommen sind. Und die Herausforderung, die wir haben, und die sehe ich übrigens auch in Deutschland, deswegen würde ich gar nicht nur nach Polen und Ungarn gucken. Nehmen wir nochmal, ich habe es vorhin angesprochen, das Thema Tessa Ganserer, dass die AfD aufsteht und jemanden vor, ich sage jetzt mal, vor dem gesamten Bundestag und der deutschen Öffentlichkeit anfängt, so diskriminierend, so herabwürdigend anzusprechen, ist ein Zeichen dafür, dass wir in Deutschland auch gesellschaftliche Hausaufgaben zu machen haben. Und wir sehen hier eine Radikalisierung, die dazu führt, dass die Leute das nicht nur hinter vorgehaltener Hand machen wie früher, sondern dass es sich Menschen gibt, die sich trauen, das in der Öffentlichkeit zu machen und die noch schlimmer dadurch hoffen, Anhänger zu finden. Und das sind die Hausaufgaben, die wir als Gesellschaft, die wir als Politik machen müssen, ist nicht nur eine Gleichberechtigung vor dem Gesetz, die Freiheit den Menschen wiedergeben, die ihnen eigentlich zusteht und auch die Freiheits- und Menschenrechte, die ja auch niemandem was nehmen, sondern wir müssen gleichzeitig eine wirklich dicke rote Linie ziehen davor, dass wir auch Radikalisierungstendenzen und Schritte in die 30er Jahre dieses letzten Jahrhunderts zurückführen, dass wir die nicht nur in Deutschland, also nicht nur in Europa und Ungarn als Thema haben und übrigens mittlerweile auch in Frankreich, sondern dass wir auch in Deutschland hier dicke rote Linien ziehen müssen und als Gesellschaft gemeinsam aufstehen und sagen, nie wieder. Nie wieder wollen wir Krieg haben, aber nie wieder wollen wir Diskriminierung und Rassismus in Deutschland in dieser Form haben. Und es hat nichts mit Befindlichkeiten Einzelner zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir eine Veränderung in der Gesellschaft sehen. Also ich zumindest. Terry hat sich gemacht. Also ich würde auch ehrlich gesagt im europäischen Vergleich niemals sagen, dass Deutschland bei solchen Fragen in irgendeiner Form Spitzenreiter ist oder war. Also wenn wir uns mal anschauen, es gibt eine sehr spannende Aufstellung von ILGA Europe, also dem sozusagen LGBTI-Dachverband in Europa. Die machen eine Rainbow Map einmal im Jahr und da sieht man, dass Deutschland bei ganz, ganz vielen dieser Punkte höchstens im Mittelfeld ist. Also wir haben auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und vielleicht da auch noch eine Reflexion, also das, was jetzt da ist, ist an ganz vielen Stellen auch überhaupt erst über europäischen Druck gekommen. Zum Beispiel die Antidiskriminierungsgesetze, die wir haben, die sind dadurch gekommen, dass das auf europäischer Ebene als Richtlinie eingeführt worden ist und dass Deutschland das dann umsetzen musste. Also Deutschland ist wirklich bei weitem kein Vorreiterland, was das angeht. Und eine Sache vielleicht noch, also auch aus einer persönlichen Dimension heraus. Ich spreche mit meiner Freundin manchmal darüber, wenn wir Kinder haben wollen würden, wie wir das am besten machen würden. Sie ist Französin, ich bin Deutsche. Wir haben eben hier ein gemeinsames Leben auch in Brüssel. Und von den drei Ländern wäre es auf jeden Fall am wenigsten Deutschland, zumindest derzeit. Wir haben ja zum Glück in unserem Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das ändern wollen. Dass es eben einfacher wird, auch für lesbische Paare Kinder zu bekommen. Aber da würde ich ganz, ganz sicher unterstützen, dass wir auch in Deutschland noch viel Nachholbedarf haben, dass wir Druck machen müssen, weil auch ich glaube, dass diese Frage von, bewegen wir uns in eine freiheitlichere Gesellschaft oder bewegen wir uns eben zurück, das ist nicht geklärt, ja. Das ist nicht was, worauf wir uns verlassen können, sondern wofür wir jeden Tag und immer, wenn wir können, kämpfen müssen. Und ich glaube, dass gerade aus einer Minderheitenperspektive das wahnsinnig wichtig ist, das auch zu tun. Olli, die nächste Frage geht an dich, aber nur eine kurze
Ein kleines Schmankerl sozusagen. Du hast gerade gesagt, die Antidiskriminierungsgesetze, die implementiert worden sind. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist seit 4 Jahren unbesetzt. Das ist irgendwie schwierig, oder? Da können wir danach vielleicht mal kurz drauf eingehen. Aber Olli, für dich erstmal die Frage. Also, ich habe gerade gehört, es müssen rote Linien gezogen werden. Also, als Gesellschaft da vorankommen. Was kann Politik denn dort machen? Also, was sind wirklich Hebel, die Politik ansetzen kann, um gegen strukturellen Rassismus, strukturellen Sexismus, strukturelle Queerfeindlichkeit wirklich anzugehen? Weil diese Hierarchie und Machtstrukturen, die wir haben, die nützen ja auch Menschen. Also das Patriarchat nützt Menschen. Deswegen ist es halt auch so wahnsinnig schwierig, das abzuschaffen. Welche Hebel gibt es da eigentlich und wie ist eigentlich auch das Interesse daran, auch wirklich an diese Strukturen ranzugehen? Ja, Holger, du hast ja die Frage gestellt, Freiheit für wen? Ja, und ich glaube, das große Ziel heißt Freiheit für alle. Und verliebt in Vielfalt, vereint in Vielfalt, das sind ja oft Mottos, die auf die Europäische Union angewendet werden. Ja, viele meinen damit die Mitgliedstaaten, aber eigentlich müssen wir ja die Menschen in Europa damit meinen. Das macht doch die Vielfalt aus. Und ich will auch noch mal die Antidiskriminierungsgesetzgebung als Stichwort aufgreifen und damit auch ein bisschen beantworten, Holger, ganz konkret, was das politisch auch dann auslöst. Also ein Projekt, das mich in diesem Jahr besonders beschäftigt, ist, dass wir in Baden-Württemberg ein Landesantidiskriminierungsgesetz erarbeiten und verabschieden wollen. Und das bezieht sich auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz im Bund, das es vor allen Dingen gibt, wie Terry gerade gesagt hat, weil die Europäische Union in diesem Bereich der Antidiskriminierungsgesetzgebung entsprechende Richtlinien verabschiedet hat. Und bei diesem Landesantidiskriminierungsgesetz geht es ganz konkret darum, dass wir den Schutz, den das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz für den privatrechtlichen Bereich gewährleistet, auch auf den Bereich staatlichen Handelns ausdehnen. Denn natürlich, es gibt ein Recht auf Gleichbehandlung im Fitnessstudio, am Arbeitsplatz, aber selbstverständlich auch im Polizeirevier oder bei der Ausländerbehörde. Und das wollen wir mit diesem Gesetz klarstellen und klarmachen. Diese Schutzlücke, die es bisher gibt, schließen. Und ich denke, das ist wirklich ein gutes Beispiel dafür, wie von der europäischen Ebene über die nationale Ebene bis in die Landespolitik dann auch tatsächlich die Europäische Union, wenn die Gesetzgebung gut gemacht wird, ja, eine Schrittmacherin auch ist für gleiche Rechte und für die Einlösung dieses großartigen Versprechens, dass eben alle Menschen, so wie du es ja einforderst, Holger, ja, gleich an Würde und Rechten geboren sind. Darum geht es immer wieder und auf allen politischen Ebenen. Und da muss man tatsächlich die Verantwortung sehen, die man jeweils auf der politischen Ebene, wo man arbeitet. Ja, das ist ja heute auch schön, dass wir die Ebenen mal zusammenbringen, ja, dass wir das also wirklich auch hinkriegen. Oh. So, wir hatten gerade eine kurze Unterbrechung, glaube ich. Die schneide ich dann später raus. Sind alle wieder da? Bei mir bewegen sich zumindest alle. Olli, hörst du mich? Alles gut, ja. Also ich habe Okay, gar nicht gemerkt, kannst du dass dein, deine alles vor Audi. ein. Die Einzige, die sich bewegt hat, bei mir auf dem Bildschirm da hinten, war tatsächlich Terry. Könntest du bitte mit deinem Satz nochmal weitermachen? Das Versprechen. Du hast einen Satz mit Versprechen, das Versprechen, das gegeben wurde. Genau, also ich finde, dass es darum geht, dieses großartige Versprechen auch der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ja, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind, das einzulösen. Das ist eine Aufgabe auf allen politischen Ebenen, in Europa, im Bund, im Land, so wie du das auch völlig zu Recht einforderst, Holger. Und dann ist die Frage, die du aufgeworfen hast, ganz klar zu beantworten. Freiheit für wen? Freiheit für alle. Das würde aber auch bedeuten, dass man vor allen Dingen erstmal richtig hinschauen muss. Also, dass es jetzt diesen Rassismusmonitor gibt für ganz Deutschland, ist ja schon mal ein wahnsinnig großer Schritt. Gleichzeitig, du sagtest ja gerade auch vor allen Dingen, wenn es um Polizeibehörden zum Beispiel geht, ne, dass Menschen dort auch keine Diskriminierung erfahren dürfen. Gleichzeitig gibt es immer noch keine Untersuchung über Rassismus in der Polizei, in der Bundeswehr und sonst, also in diesen staatlichen Institutionen, die gibt es noch nicht. Und die Frage, die sich für mich natürlich auch stellt, wenn wir jetzt diesen wunderbaren Monitor haben, wird es auch mal einen Queerfeindlichkeitsmonitor
Monitor geben, um mal abzuprüfen, okay, wie ist denn so die Lage, die Wahrnehmung von Queer in der Bevölkerung, Frau Scudelny? Können Sie dazu, haben Sie da eine Idee? Vor allem, woran es liegt, dass halt diese Untersuchungen jetzt bei der Polizei und bei der Bundeswehr und sonstiges vielleicht nochmal gestartet werden. Denn ohne Status quo können wir nicht wissen, wo wir ansetzen. Ja, also ich glaube, ich halte es für sehr, sehr wichtig, dass das überhaupt gemacht hat. Übrigens nicht nur Queerfeindlichkeit, auch das Thema Femizide ist ja völlig in den Hintergrund gerückt. Auch darüber gibt es überhaupt keine Statistiken. Es gibt zwar eine Statistik über die Tat, aber keine Statistik über etwaige Motive, nicht mal dann, wenn die Motive bekannt sind. Und insofern sind wir übrigens auch in der Bundesregierung völlig dahinter, dass wir bestimmte Dinge einfach mit abfragen müssen. Da geht es meistens gar nicht um viel, weil diejenigen, die Sachbearbeiter der Polizei sind, wissen ja natürlich ganz genau, wo die Motivation herkommt. Und manchmal ist es ja auch so, dass sogar in der Presse diese Motivation in den Vordergrund gerückt wird bei vielen Übergriffen, die eben eine entsprechende ausländerfeindliche, homophobe, transphobe oder frauenfeindlichen Hintergrund haben. Aber das entsprechende Kästchen gibt es einfach in den Statistiken nicht und es ist nicht ein wahnsinniger bürokratischer Mehraufwand, aber es wäre ein Mehrerkenntnisgewinn, den wir dadurch bekommen. Deswegen glaube ich, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist, nicht nur über die Tat selber, sondern auch über die Motivation, viel, viel mehr Kenntnis zu haben, vor allem was das Thema Prävention betrifft. Es geht ja nicht darum, einfach nur an die Öffentlichkeit zu hängen, wie etwas passiert ist, sondern uns geht es ja darum, dass es künftig nicht mehr passieren darf. Und wenn wir nicht wissen, wo die Motivationen sind, wie groß die Probleme sind, wo regional die Probleme vielleicht unterschiedlich sind, haben wir auch überhaupt keinen Ansatzpunkt, für die Zukunft Dinge besser zu machen. Also das halte ich für einen der wichtigsten Punkte. Tatsächlich würde ich noch auf einen zweiten Punkt ganz kurz kommen, nämlich die Aufnahme der sexuellen Identität in Artikel 3. Ich glaube, Sie haben am Anfang mal gefragt, wo müssen wir denn hin, damit wir auch zu einer strukturellen Gleichberechtigung kommen. Ich glaube, die Aufnahme in Artikel 3 ist eine der wichtigen Punkte, damit wir auch dann in der Rechtsprechung diese ganze Kaskade von Grundrechtsabgleichung eben auf Augenhöhe haben. Und da möchte ich nur ein einziges Beispiel dazu nennen. Das ist nämlich die Frage von Kindern, die in einer Ehe geboren werden. Wenn in einer heterosexuellen Ehe Kinder geboren werden, dann ist der Ehemann immer der Vater. Ne? Völlig egal, was da bekannt ist. Die Eheleute können sich seit 100 Jahren nicht mehr gesehen haben. Wenn sie verheiratet sind, ist der Ehemann immer der Vater. Egal, wie biologisch absurd das ist. Wenn in einer gleichgeschlechtlichen Ehe genau das Gleiche passiert, ne? Dann ist natürlich nicht eine Co-Mutterschaft automatisch. Und das verstehe ich nicht. Das kann eigentlich nicht, das ist nicht Sinn und Zweck des Kinderschutzes, das ist nicht Sinn und Zweck des Familienschutzes, das ist völlig absurd. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir im Grundgesetz Dinge ändern, dass sich danach auch die nachgesetzlichen Änderungen viel einfacher ergeben, als wir sie im Moment haben. Deswegen freue ich mich, dass wir das ja auch in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen haben und dass wir in diesem Bereich einfach eine Fortschrittskoalition geben, weil der Status quo ist da mehr als unbefriedigend. Terry. Genau, ich wollte nochmal auf diesen Punkt eingehen, dass wir mehr Daten brauchen und dass wir auch wirklich Queerfeindlichkeit explizit nochmal segregiert oder queerfeindliche Straftaten in den Kriminalitätsstatistiken brauchen. Wir hatten, finde ich, zwei sehr spannende Umfragen auf europäischer Ebene, weil ich finde, es ist auch immer spannend, sich den europäischen Vergleich anzuschauen, weil es ja durchaus Länder in der EU gibt, die da schon weiter sind als wir. Und es gab sowohl, was grundsätzliche Einstellungen gegenüber queeren Menschen in der Gesellschaft angeht, eine Eurobarometer-Umfrage. Das ist jetzt schon 3 Jahre her, aber ich fand es trotzdem sehr spannend, weil eine Sache ging da ganz klar daraus hervor, dass sich Einstellungen von Menschen sehr häufig an Punkten geändert haben. Also dass wir wirklich so einen Zuwachs an Toleranz, an Akzeptanz von queeren Menschen hatten, wenn sich zentrale Gesetzgebung geändert hat. Also in Deutschland zum Beispiel mit der Einführung der Ehe für alle. Da gab es plötzlich so einen Peak und viel mehr Menschen haben gesagt, ja okay, wenn halt jetzt ein schwules Paar heiraten kann, das ist ja eigentlich auch okay. Und das finde ich ganz spannend, wie eben Gesetzgebung dann auch Einstellungen beeinflusst und positive Entwicklungen vorantreiben kann, was das angeht. Und eine zweite Umfrage, die ich auch sehr wichtig finde, ist eine Umfrage innerhalb der Community, wo wirklich in der Community gefragt wird, fühlt ihr denn, dass ihr unterstützt werdet von staatlichen Stellen?
Und auch da haben wir wirklich zum Teil dramatische Zahlen innerhalb der Europäischen Union. Auch in Deutschland ist das ganz sicher noch nicht da, wo es sein sollte. Also es gab da eine Frage zum Beispiel unter lesbischen Paaren, ob die Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit austauschen, also zum Beispiel Händchen halten. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben über die Hälfte gesagt, dass sie es eher vermeiden, weil sie eben mit gesellschaftlicher Diskriminierung rechnen oder Angst davor haben. Aber die dramatischste Zahl für mich war aus dieser Umfrage heraus: in Polen sagen nur 4% der LGBTI-Community, dass sie das Gefühl haben, von staatlichen Stellen in ihren Grundrechten, also ihrem Recht auf Sicherheit, ihrem Recht auf körperliche Unversehrtheit, unterstützt zu werden. Und das finde ich schon eine dramatische Zahl, wenn 96% einer Community sagen, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass der Staat mich darin unterstützt, hier als freier und gleichberechtigter Mensch leben zu können. Und deshalb finde ich es auch so wichtig, dass man diese Themen auf europäischer Ebene angeht. Und dazu ein letzter Satz zum Thema Hasskriminalität. Das hatte ja Olli im Beginn schon mal gesagt. Wir wollen Hasskriminalität und Hassrede in das europäische Straftatenregister aufnehmen. Also wir wollen der Europäischen Union die Kompetenz geben, in dem Bereich Richtlinien zu verabschieden, weil wir sagen, dass wir eigentlich auf gesamter EU-Ebene, wenn wir Freizügigkeit zu Ende denken, dass wir, wenn wir den Freiheitsraum, LGBTI-Freiheitsraum zu Ende denken, dass wir diese Sicherheit dann auch in der gesamten Europäischen Union für Bürgerinnen und Bürger gewährleisten müssen und das eben auch für die LGBTI-Community. Und deshalb glaube ich, wäre das ein wahnsinnig wichtiger Schritt, um wirklich dahin zu kommen, dass alle Menschen sich in der EU frei bewegen können. Olli, möchtest du noch was ergänzen? Ja, sehr gerne, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir den Menschen, die Diskriminierung erfahren und erleben müssen, wirklich zuhören, weil nur was man anerkennt, kann man auch verändern. Das finde ich einen ganz wichtigen Ausgangspunkt für die Frage, welche politischen Maßnahmen man dann ergreift, dass man wirklich hinhört, was die Menschen erleben. Und ein Fakt, der auch nochmal unterstreicht, dass es wiederum ein Thema ist, wo wir in Deutschland nicht sagen können, also wir haben da schon alles gemacht. Die Innenministerinnenkonferenz hat sich vor wenigen Wochen erstmals in ihrer Geschichte mit queerfeindlicher Gewalt auseinandergesetzt. Erstmals in ihrer Geschichte. Und also das unterstreicht, wir müssen da wirklich sehr genau hinschauen. Und gleichzeitig, das ist mir auch sehr wichtig, so wichtig ich das finde, sich klarzumachen, wie unterschiedlich auch Diskriminierungserfahrungen sind, die Menschen machen, so wichtig halte ich es auch, sich klarzumachen, egal ob wir von rassistischer, queerfeindlicher, antisemitischer Anfeindung sprechen, es gibt da auch eine ganz gefährliche Gemeinsamkeit. Und diese gefährliche Gemeinsamkeit besteht darin, dass es zwar immer einzelne Menschen individuell trifft, dass aber immer ganze Gruppen, Bevölkerungsgruppen gemeint sind. Also letztendlich geht es darum, Menschen einzuschüchtern und einzuschränken in ihrer Freiheit, sich im öffentlichen Raum zu bewegen. Und deshalb bin ich sehr dafür, dass wir uns klar machen, man muss differenziert hinschauen, unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen auch als solche analysieren, aber sich immer auch klar machen, dass es ein gemeinsames Anliegen, und zwar für die ganze Gesellschaft dafür zu sorgen, dass es nicht zu diesen Anfeindungen und zu dieser Gewalt kommt, weil es letztendlich auch wieder um die Freiheit von uns allen geht. Ich versuche jetzt einmal so ein paar Sachen zu verbinden, die ich gerade gehört habe. Das, was du gerade gesagt hast, finde ich sehr spannend. Dieses, es wird zwar eine Person getroffen, aber eigentlich eine ganze Gruppe. Das gilt natürlich auch andersrum. Dass häufig, wenn Gewalttaten passieren, dass diese dann an EinzeltäterInnen dann festgemacht werden, meistens Einzeltätern, muss man auch sagen, aber die Struktur dahinter leider nicht mitgenommen wird. Das haben wir zum Beispiel gerade, jetzt komme ich auf das, was Frau Skudelny vorhin gesagt hat, nämlich das Problem der Femizide, die nicht untersucht werden. Wo also dann, das hatten wir bei dem Überfall auf die Synagoge, wo die Person halt nicht in die Synagoge reingekommen ist, sondern stattdessen auf der Straße zwei Frauen erschossen hat. Das waren nicht einfach Passanten, die da vorbeigekommen sind, es waren explizit zwei Frauen. Es hätte auch andere Opfer gegeben, aber es wurden zwei Frauen ausgewählt. So, und das wird einfach nicht verbalisiert. Also wieder die Frage nach den Strukturen. Dann hast du gesagt, Olli, wir müssen zuhören. Das ist eigentlich bei allen, taucht das, also blinzelt das durch. Wir müssen viel mehr zuhören. So,
Frauenanteil Landtag 29,2, Frauenanteil Bundestag 31,4, Frauenanteil Europaparlament 40,4. Wenn wir uns jetzt den Deutschen Bundestag angucken, der Anteil von BPOC-Personen ist marginalst. Queere Personen gibt es mittlerweile tatsächlich einige und jetzt mittlerweile halt auch, wurde ja schon gesagt, zwei Transpersonen im Bundestag. Aber der Bundestag und auch der Landtag sind alles andere als das Abbild der Gesellschaft. So, da klafft einfach eine wahnsinnige Diskrepanz dazwischen. Woran liegt das und wie können wir das ändern? Na, vor allen Dingen, Holger, das muss ich jetzt natürlich schon sagen, wir haben in Baden-Württemberg ja gerade eine Reform des Landtagswahlrechts verabschiedet. Ja? Also unser klares Ziel ist es, dass wir wollen, dass der Landtag jünger, weiblicher und vielfältiger wird. Und mit dieser Reform, die wir jetzt verabschiedet haben, hoffe ich, dass wir bei der nächsten Landtagswahl das hinkriegen, dass ein Blick in dieses Landesparlament ein etwas anderes Bild liefern wird. Ganz wichtig ist, bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg dürfen auch Menschen ab 16 Jahre wählen. Also wir haben das Wahlalter 16 damit jetzt eingeführt. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Aber wir haben auch das System mit den Listenaufstellungen und Landeslisten eingeführt, wo jetzt natürlich die Parteien in der Verantwortung sind. Das muss man ganz klar sagen, ja. Dafür zu sorgen, dass sich dann auf diesen Listen, die aufgestellt werden, eben auch diese Vielfalt auch widerspiegelt. Also das ist nicht nur eine Frage der gesetzlichen Regelung, sicher, sondern es ist auch die Frage der Verantwortung der einzelnen Parteien. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir überhaupt niemand aus der Verantwortung nehmen dürfen, auch nicht unsere eigenen Parteien. Auch da müssen wir immer wieder deutlich machen, es geht darum, dass Vielfalt auf diesen Listen sichtbar wird, weil nur so kann dann auch im Parlament entsprechend die Vielfalt sichtbar werden. Und das muss ja das Ziel sein. Also das, glaube ich, ist wirklich ein ganz wichtiges Reformprojekt. Und Holger, das Problem ist, viele Leute, ne, wenn die hören Wahlrechtsreform, dann denken die, um Gottes Willen, formale Regelwerke und was auch immer. Aber nee, das ist was super Lebendiges, ja, weil es einfach um die Frage geht, wie sind die Parlamente besetzt? Das ist alles andere eigentlich als staubig und trocken, sondern das Gegenteil davon, ja. Genau, aber gleichzeitig sagst du, also die Wahlrechtsreform, das ist wirklich ein toller Ansatz, aber du hast selber schon gesagt, das Problem ist halt, dass das von den Parteien auch umgesetzt werden soll. So, und das würde allerdings auch bedeuten, dass die Parteien, alle Parteien, erstmal zu der Erkenntnis gelangen, dass wir strukturelle Probleme haben. Wir haben einen strukturellen Sexismus, wir haben strukturellen Rassismus, wir haben die strukturelle Queer- und Transfeindlichkeit, wir haben auch Ableismus und Klassismus, wahnsinnigen Klassismus auch in der Politik. Also wo haben wir bitteschön Menschen, die die ohne Hochschulabschluss zum Beispiel in den Parlamenten sitzen, die aus prekären Lebensverhältnissen kommen? Wo werden Menschen auch im Parlament gefragt, die alleinerziehend mit drei Kindern ohne Schulabschluss, also inwieweit sind die überhaupt repräsentiert? Das ist ein großer Teil in der Gesellschaft. So, also, und vor allen Dingen wieder die Frage, welches Interesse haben denn manche Parteien, die einen sehr geringen Frauenanteil zum Beispiel haben, überhaupt diese Strukturen zu ändern, weil, wie gesagt, das sind alles Macht- und Hierarchiesysteme und die Gruppen, die an der Macht sind in dem Fall, und das sind halt Männer, haben auch keinerlei Interesse daran, das zu ändern, weil sie halt einfach Plätze auf den Listen und in den Parlamenten und dementsprechend auch eine Versorgung natürlich verlieren würden. Also, was können wir machen, dass auch die Parteien vielfältiger werden, auf das dann im zweiten Schritt die Parlamente auch vielfältiger werden? Harry, du hast dich gemeldet und dann Frau Skudelny. Ja, ich probiere es kurz zu machen. Also ich glaube, der erste Punkt, den hast du auch gerade schon gesagt, ist das Problem überhaupt erstmal zu erkennen, weil ich glaube, an der Stelle sind noch nicht mal alle Menschen. Ja, also da immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass Parlamente die Diversität einer Gesellschaft darstellen müssen, ja, weil das halt Orte sind, wo dann Repräsentation stattfindet und wo dann auch Entscheidungen getroffen werden. Das ist aber, glaube ich, schon mal was, wo wir auch, und ich sage das überhaupt nicht, dass es irgendwie bei den Grünen schon abgeschlossen ist, wo wir in allen Parteien noch Nachholbedarf haben. Und dann geht es darum, eben diese Strukturen, die da sind, aufzubrechen. Bei den Grünen haben wir das ja jetzt, also bei der Frage Geschlecht eben mit einer Frauenquote, einer 50-plus-Frauenquote gemacht, die, wie ich finde, sehr erfolgreich genau diese Strukturen aufgebrochen hat und wir jetzt mittlerweile eben eine sehr viel bessere Repräsentanz von Frauen haben.
Auch da muss man sich dann fragen, wie geht man mit einer Vielgeschlechtlichkeit um, zum Beispiel, wie kann man nicht-binären Personen eine Möglichkeit geben, besser in diesen Strukturen repräsentiert zu sein. Also auch da sind wir nicht am Ende. Aber wo bei uns, glaube ich, ein richtig großes Problem immer noch liegt, dass wir in der allergrößten Mehrheit weiß und akademisch sind bei den Grünen. Und das ist was, wo wir uns jetzt mit einem Vielfaltsprozess auf den Weg gemacht haben. Wir haben einen Beirat gegründet, der sich damit beschäftigen soll, wie man Strukturen aufbrechen soll, wie man eine bessere Repräsentanz herstellen kann. Ich sage überhaupt nicht, dass wir da irgendwie schon am Ende sind. Ich glaube, wir stehen da gerade am Anfang eines Weges. Aber nur dadurch, dass dann auch immer wieder diese Perspektiven in Gremien da sind, ja, dass es immer wieder angesprochen wird, dass es immer wieder auch einen Sichtwechsel gibt, glaube ich, kann man diese strukturellen Sachen dann wirklich auch verändern. Und ich muss sagen, also jetzt mit dem neu gewählten Bundestag, was queere Repräsentanz angeht, finde ich, dass wir wirklich schon gute Schritte gemacht haben. Ich will gar nicht sagen, dass wir da am Ende sind, bei uns oder in anderen Parteien, aber da muss ich sagen, bin ich wirklich sehr optimistisch gestimmt, dass das in die richtige Richtung gehen kann. Ich will aber noch einen Gedanken ergänzen, weil das ist ganz viel Hausaufgaben für die Parteien gerade. Ich finde aber, es sind nicht nur die Parteien, weil es gibt auch Gründe, weswegen viele Leute, die aus marginalisierten Gruppen kommen, sich häufig nicht vielleicht zutrauen oder nicht den Weg finden, in Parteien zu gehen und in der Öffentlichkeit zu stehen, weil die Hasskriminalität, die Hassrede, von der wir eben gesprochen haben, die trifft nicht alle gleich. Die trifft bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft überproportional stark. Und das sind queere Menschen, das sind Frauen, das sind People of Color, das sind Menschen mit einem Migrationshintergrund, das sind Menschen mit Behinderung. Und ich glaube, da natürlich im Rahmen von Meinungsfreiheit, aber wirklich Instrumente zu finden, um Menschen besser vor sowas zu schützen, nicht nur in ihrem Sinne selber, sondern auch im Sinne von einem demokratischen Austausch in der Gesellschaft, das ist wahnsinnig wichtig, weil dieser Hass und diese Hetze, der einfach in den letzten Jahren gerade in den sozialen Medien organisiert, systematisch über Menschen ergossen wird, den können wir alle nicht akzeptieren und dem müssen wir uns alle in den Weg stellen. So, jetzt ist ja Frau Skudelny. Ja, ich wollte mal ein bisschen das auseinanderziehen, weil meine Partei ist ja auch eine der Parteien, die bei vielen Themen immer wieder in den Fokus gerät, insbesondere was das Thema Frauen betrifft. Menschen mit Migrationshintergrund und LGBTIQ, da haben wir weniger Probleme, da haben wir tatsächlich sehr großen Zulauf auch. Wir haben beispielsweise die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, die aus Tschechien kommt und sagt, sie kennt es, unfrei zu leben und deswegen setzt sie sich für Menschen ein. Und unser Generalsekretär hat ja auch einen Migrationshintergrund. Das heißt, diejenigen, die das Thema Freiheit, auch Menschenrechte in den Vordergrund stellen, da haben wir viel weniger Probleme als bei dem Thema Frauen. Und wir diskutieren, ist ja auch kein Geheimnis, meine Partei hat ein Problem mit der Quote. Das heißt nicht für jede Frau, dass sie ein Problem mit der Quote hat bei uns, aber meine Partei in toto. Aber deswegen diskutieren wir sehr strukturell darüber über längere Zeit. Und da wollte ich einfach mal mit ein bisschen auf den Weg nehmen und unterschiedliche Perspektiven vielleicht auch in die Diskussion hier mit einbringen. Das Erste, was ich mal einfach in den Raum stellen möchte, ist die Frage, kann denn jeder oder ist denn jeder im Parlament nur dafür da, seine eigenen Interessen zu vertreten? Das heißt, haben wir nur dann eine vollständige Interessenvertretung, wenn wir wirklich aus jeder Gruppe jemanden dort sitzen haben? Und das sehe ich ein Stück weit anders. Ich bin von Hause aus Insolvenzverwalter. Ich mache sehr viele Verbraucherinsolvenzverfahren. Ich fahre zu den Menschen nach Hause und spreche mit den Menschen. Das ist Teil meines Jobs. Und das heißt, ich habe eine wahnsinnige Bandbreite an Eindrücken von Menschen, die wirklich arm und teilweise unter dem Existenzminimum leben. Und das ist natürlich was, was mich persönlich bewegt. Das sind Eindrücke, die ich habe und die bringe ich in mein politische Arbeit mit rein. Ich habe mich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass minderjährige Kinder, die aufgrund von Fehlverhalten ihrer Eltern keinen Mahnbescheid, keine Strafen und kein vor allem nicht das Geld wieder zurückzahlen müssen, das aufgrund der Fehlverhalten ihrer Eltern gegen sie geltend gemacht werden. Wir haben von der Bundesagentur für Arbeit teilweise Zahlungsaufforderungen an Dreijährige. Das muss man sich mal geben. Das mache ich nicht, weil ich selber davon betroffen bin, sondern weil ich als Mensch denke, sowas darf in unserer Gesellschaft nicht passieren. Das heißt, ich würde ein Stück weit trennen, seine eigene Perspektive einzubringen von einer Repräsentanz. Und allein, dass unser
Programm so gesellschaftlich groß ist, hängt vielleicht auch damit zusammen, wenn ich mal lästern darf, dass wir so eine Unterrepräsentanz beispielsweise von Frauen haben. Weil nämlich unsere Männer gerade über die Programmatik darstellen wollen, ja, wir sind ja gesellschaftlich offen. Und in dem Moment, in dem die liberalen Frauen was reinbringen, in dem Moment, in dem die Liesel was reinbringt, da funktioniert es bei uns parteipolitisch toll. Und das sieht man ja jetzt auch an dem Koalitionsvertrag, den wir haben, obwohl wir jetzt nicht die Riesenrepräsentanz an Frauen haben, beispielsweise ist, finde ich, der Koalitionsvertrag, den wir gestrickt haben, extrem gut. Der zweite Punkt ist, wir wollen trotzdem daran arbeiten. Wir brauchen eine bessere Repräsentanz. Das ist überhaupt gar keine Frage. Also es kann nicht sein, dass eine kleine, abgeschlossene, homogene Gruppe an Menschen, selbst wenn sie in besten Sichten und Absichten handelt, die Politik für andere macht. Das heißt, das, was ich gerade eben gesagt habe, ersetzt nicht, dass wir auch bei den Parteistrukturen und bei den Parteiinhalten arbeiten müssen. Da ist meine Partei dran und da sehen wir eben auch eine strukturelle Benachteiligung in der politischen Teilhabe. Und es geht darüber hinaus, dass wir sagen, wir müssen den Bundestag haben. Wir haben sie teilweise nicht mal in den Parteien, weil Abendsitzungen nicht möglich sind, weil online viel zu wenig genutzt wird, weil jemand, der um sein Überleben kämpft, finanziell oder auch von Zeitmanagement mit drei Kindern, einfach vollständig überfordert ist. Und alleinerziehend ist da ein Riesenthema. Als ich in den Bundestag gewählt worden bin, war meine zweite Tochter 3 Monate alt. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn ich ein drittes Kind gekriegt hätte, wie das funktionieren soll. Und wenn man guckt, wie viele Menschen in politischen Ämtern teilweise gar keine Kinder haben, weil sie in jungem Alter in die Politik gekommen sind und dann überhaupt gar nicht wissen, nicht mal Kinder. Wir reden auch schon von Familie und funktionierender Partnerschaft, die wirklich schwierig ist und den Menschen viel abverlangt. Darüber müssen wir wirklich strukturell reden, wie wir die gesellschaftliche Teilhabe, und damit meine ich in den Parteien, in der Politik bis hin in die politischen Ämter, so gestalten können, dass sie wirklich jeder, wenn er denn möchte, es machen kann. Und das geht über eine Strukturdiskussion hinaus, die wir tatsächlich in den Parteien führen müssen, die wir aber dann am Ende auch in der Politik führen müssen. Weil wenn ich in Südbaden wohne und in Stuttgart in Landtag gehe, oder noch mehr, wenn ich in Baden-Württemberg wohne und 22 Wochen Montag bis Freitag im Jahr in Berlin bin, und ich weiß ehrlicherweise gar nicht ganz genau, wie das bei den Europapolitikern ist, ich weiß nur, dass es noch schlimmer ist als bei uns, na, wie man da eigentlich noch ein normales, in Anführungszeichen, Leben führen soll, da kann man durchaus mal ein Fragezeichen reinsetzen. Ich kann nur sagen, ich kann es nur machen, weil ich ein unfassbar tolerantes Umfeld habe, die mir unfassbar viel verzeihen. Und weil meine Partnerschaft und auch meine Kinder, muss ich ehrlicherweise sagen, mich daran super unterstützen. Aber es ist keine leichte Aufgabe und darüber dürfen wir ruhig mal öffentlich sprechen. Also was ich ganz wichtig finde, Sie hatten gerade gesagt, dass man natürlich nicht nur also PolitikerInnen sollten natürlich nicht nur für sich sprechen, logischerweise, sondern halt viel mehr im Blick haben, das ist schon klar. Gleichzeitig möchte ich einfach mal einen Satz zitieren, der mir aus der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, also in der Organisation halt bekannt ist. Dieser Satz heißt, nicht über uns, ohne uns. Und das ist genau der Punkt, der halt gerade was zum Beispiel auch die Vertretung von BPOC-Personen, von People of Color im Bundestag oder auch auf Europaebene, weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, aber auch im Landtag halt, wo einfach viel mehr getan wird, weil der getan werden muss. Also wie schaffen wir es insbesondere von Rassismus betroffene Menschen rein, also in die Politik zu bringen, in die Vereine zu bringen etc. Wie schaffen wir das? Und das schaffen wir halt nur, wenn wir, also ist meine Meinung, wenn wir wirklich erstmal diese Struktur, die rassistischen Strukturen, die wir in diesem Land haben, offenlegen und ansprechen. So, es gab tatsächlich 2020... Darf ich ganz kurz eine Kleinigkeit? Wir müssen überhaupt mal die Probleme sehen. Also ich mache regelmäßig Familienfahrten von Menschen mit Kindern. Wir haben politische Pressefahrten. Wir können Leute zu uns einladen. Und dabei habe ich festgestellt, dass zum Beispiel die meisten Fahrten für Menschen mit Kindern nicht möglich sind, weil sie nämlich außerhalb der Ferien stattfinden. Und wenn wir jetzt mal an Menschen mit Behinderung, Sehbehinderung oder beispielsweise Rollifahrer, es gibt so viele verschiedene Rollstuhlarten, dass es für mich schon bei einer Behindertenfahrt schwierig war, überhaupt eine signifikante Anzahl an Rollstuhlfahrern mitzunehmen. Und als wir sie dann in Berlin hatten, beziehungsweise das haben wir Gott sei Dank im Vorfeld, weil ich sehr viele Profis um mich herum hatte, haben wir festgestellt, dass die komplette Fraktionsebene, dort wo die Fraktionssitzungen stattfinden, keine einzige behindertengerechte Toilette hat. Also die Strukturen fangen nicht nur bei den politischen Strukturen an, es sind die räumlichen Strukturen, es ist das Design gegen
gegen Menschen mit Sehbehinderung geht. Es geht darum, dass Hörbehinderte in vielen Fällen ausgeschlossen werden. Und da darf ich mal die Grünen loben. Ihre Parteitage werden regelmäßig mit einem Gebärdendolmetscher übersetzt. Das haben wir, muss ich ehrlicherweise sagen, erst im Land und dann im Bund genauso übernommen. Aber es sind viele strukturelle Haken und auch viele räumliche Haken und viel auch, was an Bewusstseinsbildung gemacht werden muss, damit wir diese Strukturen überkommen. Ich würde hier mal kurz mit dir weitergehen, weil wir sind so im Thema drin und wir haben eigentlich nur noch eine Viertelstunde. Nämlich die Frage, welche Hebel wir wirklich nochmal haben, um halt auch an diese Themen ranzugehen. Also es gibt mittlerweile weltweit operierende Firmen, die sich zum Ziel gesetzt haben, dass mindestens 25% ihrer Dienstleister und Zulieferer in der Hand von marginalisierten Gruppen sein sollen. Also die achten darauf, dass dadurch Firmen gefördert werden, die in queerer Hand sind, die in BPOC-Hand sind. Ist Ihnen das bekannt? Das ist die erste Frage. Und die Frage ist, was halten Sie davon? Ist das nicht eine Sache, die auch zum Beispiel auf kommunaler, auf Landes-, auf Bundesebene und auch auf Europaebene gemacht werden könnte, um einfach diese Strukturen, diese marginalisierten Gruppen zu stärken, also auch finanziell zu stärken dementsprechend? Gary. Ich fange vielleicht mal an, weil ich glaube, da hängt eine etwas weitergehende Debatte dran, die auf jeden Fall für mich auch zwei Seiten hat. Wir haben das mit unseren jetzt leider ehemals britischen Kollegen häufiger diskutiert, weil was die in Großbritannien machen, das nennt sich Equality Data. Also da kann man eintragen, aus welcher ethnischen Gruppe man kommt, welche sexuelle Orientierung, welche Geschlechtsidentität man hat. Und das wird dann auch wirklich staatlich verfolgt. Und da wird dann zum Beispiel gesagt, in unterschiedlichen Situationen, also sei das jetzt bei Auftragsgabe oder auch, was weiß ich, wenn man bestimmte Stellen besetzt, dass das zumindest festgehalten wird und dass da eben dann auch Benchmarks sind. Also dass man sagt, man möchte gerne Repräsentanz auch in der öffentlichen Verwaltung von so und so viel Prozent aus einer bestimmten ethnischen Gruppe haben. Ich finde das einerseits eine total wichtige Dimension und eine total wichtige, ein total wichtiger Horizont, gerade auch bei solchen Fragen. Also Holger, du hast das jetzt in Bezug auf Unternehmen gesagt, aber das könnte man ja auch von staatlicher Seite so machen. Es gibt in Deutschland aber auch einen Grund, weswegen solche Datensätze nicht erhoben werden. Und wir wissen alle, wo das herkommt und weswegen das eventuell auch problematisch sein kann. Also wenn jetzt Leute befragt werden würden von, was weiß ich, einer staatlichen Stelle, welcher sexuellen Orientierung sie sich zugehörig fühlen, dann kann das auch zu sehr großem Misstrauen und ich glaube auch zu Problemen führen. Ja, weil ich meine, diese rosa Listen und so weiter und so fort in der Vergangenheit. Deswegen finde ich, dass es ganz wichtig ist, diese Dimension sozusagen abzubilden und gleichzeitig aber nicht Menschen aufzuzwingen, solche Daten geben zu müssen. Und das ist, glaube ich, was wir mitdenken müssen, wenn wir dann solche Sachen pushen und unterstützen. Sei das jetzt, was Repräsentanz von Menschen zum Beispiel auf Podien angeht, oder sei das, wenn wir über Parteiarbeit sprechen, oder sei das, wenn wir über staatliche Stellen sprechen. Ich glaube aber, und das ist der zweite Gedanke, dass das möglich ist. Weil es muss ja immer von der Person selber ausgehen, weil ich glaube auch, was eigene Definition angeht. Ne? Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Transmenschen gerade im Bundestag sitzen. Weil es gibt vielleicht eventuell auch wahrscheinlich auch Transmenschen, die da überhaupt nicht so offen drüber sprechen müssen und auch drüber sprechen wollen. Und auch das ist ja völlig in Ordnung. Und solange das gewahrt ist, dass Menschen aus einer eigenen Position heraus bestimmte Dinge über sich, sich so definieren wollen, sich so identifizieren wollen, sich einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlen, dann finde ich das total wichtig und dann finde ich, ist das auch was, was sowohl Parteien als auch in unserem staatlichen Handeln noch viel stärker abgebildet werden muss. Also die Unternehmen lösen das zum Beispiel so gerade, was die sexuelle Orientierung angeht. Es ist die GGLCC gibt GGLBC und die EGLC, EGLCC, das ist also die European Gay and LGBT Chamber of Commerce, beziehungsweise die German LGBT Business Chamber, die quasi als Bindeglied
Wirken zwischen Firmen, die sich das auf die Firmen geschrieben haben, dass sie halt marginalisierte Gruppen als Dienstleister oder Zulieferer haben möchten und diesen und den Firmen und den auch den Einzelpersonen, also den Selbstständigen und Freiberuflern, die sich dann bei den Handelskammern melden und sagen, hallo, ich gehöre dieser Gruppe dadurch und dann quasi dann die Verbindung halt hergestellt wird. Und dadurch bleiben diese Daten dann halt anonym. Sie werden halt nicht an die große Glocke gehängt, sondern es ist sogar möglich, das in Ländern mit Ländern dann zu kooperieren, in denen Homosexualität oder homosexuelle Handlungen immer noch strafrechtlich verfolgt werden. Selbst das ist dadurch möglich. Also es gibt ja schon Möglichkeiten, so eine Beteiligung von marginalisierten Gruppen zu bewerkstelligen. Ich würde gerne mal jetzt noch mal stärker auf das Thema Europa wieder rüberkommen, nämlich die Situation, die wir momentan haben. Wir haben es ja ganz am Anfang schon kurz angesprochen. Wir haben große Probleme derzeit in Polen, in Ungarn, also die LGBT-freien Zonen zum Beispiel in Ungarn und auch die grundsätzlichen Radien. Wir haben in Ungarn haben wir diese unsäglichen Antitrans-Gesetze, die entstanden, die aufgekommen sind. In Rumänien sind die HIV-Medikamentation ist eingeschränkt worden bzw. ad acta gelegt worden, das Bezahlen. Das heißt, dort sterben gerade wieder Menschen an AIDS. Etwas, was wir einfach nicht jemals für möglich gehalten hätten. Putin hat die queere Community sogar als Kriegsgrund angeführt. In Florida gibt es gerade ein Don't Say Gay-Gesetz, was im Endeffekt nichts anderes als ein Homopropagandagesetz aus Russland. Jetzt die Selbstbestimmung von Transpersonen in den USA, amerikanischen auf Bundesebene gibt es da halt Gesetze, die Rechte von Transpersonen einschränken. Und jetzt steht noch das Recht auf Abtreibung vor dem Supreme Court, kurz vor dem Abschuss. Also was können wir, also wir haben das ja vorhin am Anfang schon gehabt, dass es so eine Zweiteilung gibt irgendwie. Also eine Position, die sehr stark zurückgeht und eine versucht, die freier zu werden, wobei man das auch wieder einschränken muss, solange an diesen Strukturen nichts geändert wird. Aber wie kann Europa damit umgehen? Wie können wir als Bund damit umgehen? Wie können wir auch auf Landesebene, Stichwort Partnerschaften, Partnerregionen, also die Woiwodschaft Łódź ist immer noch LGBT-freie Zone. Also das ist die Partnerregion von Baden-Württemberg. Was können wir tun? Und was mich ganz besonders interessieren würde, ist, wir sprechen über die Problematiken in Polen und Ungarn und Rumänien. Und da werden Sanktionen gefordert und teilweise auch durchgesetzt, tatsächlich jetzt. Wie ist das mit den USA? Also ein Don't Say Gay-Gesetz, was ja nichts anderes als ein Homopropaganda-Gesetz, wird das auch thematisiert, wenn in den USA solche Dinge passieren? Das sind jetzt viele Fragen auf einmal, ich gebe es zu. Wer möchte anfangen? Brauchst du, Danny? Ich glaube, ich fange einfach mal an. Also ich glaube, go. Das war jetzt sehr lustig, weil ich habe gesagt, Terry, fang mal an. Und Terry hat zeitgleich gesagt, Frau Scudelny solle anfangen. Und dadurch hatten jetzt beide sozusagen die Freigabe. Mit anderen Worten, Olli fängt an. Nein, Olli hat das jetzt am wenigsten gesagt. Deswegen müssen wir jetzt hier mal tatsächlich mal die Redezeitkarte ziehen. Olli, fang mal an. Sehr gerne. Ich finde, deine Aufzählung macht halt vor allen Dingen deutlich, dass wir doch sehr ernst nehmen müssen, dass Errungenschaften nicht in Stein gemeißelt sind, ne? Und dass es nicht reicht, irgendwie darauf zu vertrauen, dass die Dinge schon sich ins Gute entwickeln, sondern dass man richtig was dafür tun muss und dass man auch aufpassen muss, dass Dinge, die man schon erreicht hat oder glaubt, erreicht zu haben, dass die dann auch Bestand haben. Und ich will da nochmal einen Bezug herstellen zu dem Thema, das wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Begründung für die Erweiterung von Artikel 3 unseres Grundgesetzes. Also mir geht es da auch darum, Errungenschaften sturmfest zu machen in einer Zeit, wo wir schon sehen, dass es gesellschaftliche Kräfte gibt, die da eher unterwegs sind, emanzipatorische Errungenschaften in Frage zu stellen und auch anzugreifen. Und jetzt mit dem Blick auf die europäische und internationale Perspektive
will ich einfach sagen, ich glaube, dass es auf allen politischen Ebenen, über Europa und Bund können Terry und Frau Skudelny gleich was sagen, aber auch im Land und auf, sogar auf kommunaler Ebene Möglichkeiten gibt. Wir müssen die Partnerschaften, die es gibt, nutzen, um klare Haltung zu zeigen, um klar Flagge zu zeigen. Da darf ich verraten, Holger, wir werden ja nächste Woche nach Polen reisen, in Stuttgarts Partnerschaft Łódź, um dort gemeinsam am Equality March und verschiedenen Veranstaltungen rundherum teilzunehmen. Nicht alleine wir beide, sondern eine Delegation der queeren Community aus Stuttgart und auch der Stuttgarter Kommunalpolitik. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Zeichen, weil das natürlich auch vor Ort dann in der Kommunalpolitik in Łódź, sicherlich auch in der Region, die du angesprochen hast, Holger, wahrgenommen wird. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hebel, der vielfach dann doch ein bisschen ungenutzt ist, weil es gibt dann oft die Debatten, sollen wir die Partnerschaften beenden? Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz, sondern die Drähte nutzen, aber sie vor allen Dingen nutzen, um Haltung zu zeigen, ja, und um die Dinge anzusprechen und beim Namen zu nennen. Auch Baden-Württemberg hat es in Bezug auf die Woiwodschaft rund um Łódź herum getan. Das hat jetzt eher dazu geführt, dass die polnische Seite da ziemlich die Fäden hat abreißen lassen. Aber trotzdem, das gehört aus meiner Sicht dazu. Und die ganz große Thematik mit dem Rechtsstaatsmechanismus, den ich nämlich auch sehr wichtig finde, da wird Terry bestimmt gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich finde eben schon, dass, was wir vorhin so gesagt haben, ja, Europa als ein Raum von Freiheit, von Solidarität, ein Raum von Rechtsstaatlichkeit. Ich meine, natürlich müssen wir Wert drauf legen und darauf achten, dass entsprechend diese europäischen Werte, ne, über die können wir nicht nur sprechen, sondern die müssen wir auch einfordern und es muss auch Konsequenzen haben, wenn jemand eben in einem Mitgliedstaat sich ganz anders verhält. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir da jetzt ja schon in den letzten Wochen gesehen haben, dass da noch mal mehr Nachdruck und auch mehr Konsequenz, so ist zumindest meine Beobachtung, auf der europäischen Ebene vorhanden ist, ja. Eine Sache ganz kurz zu der Ergänzung des Artikel 3. Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten und Haltungen, was die Ergänzung angeht. Einmal die Frage der Ergänzung die sexuelle Orientierung. Das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich Common Sense überall. Aber die Frage ist natürlich auch noch die Frage nach der geschlechtlichen Identität, weil Geschlecht alleine derzeit nicht ausreichend ist. Da gibt es unterschiedliche Rechtsauffassungen, aber die VerfassungsexpertInnen, mit denen wir so zu tun haben, haben alle gesagt, es reicht einfach nicht aus, weil Geschlecht binär gelesen wird und dementsprechend dann alles das, was an nicht binär, an trans, an inter damit da eigentlich mit inkludiert sein sollte, einfach nicht inkludiert ist und wir dementsprechend die Ergänzung um geschlechtliche Identität auf alle Fälle auch brauchen. Und da wird noch viel, viel Kraft reinfließen, um auch das klarzustellen. Ne? So, aber wir waren jetzt gerade bei meinem großen Ausbruch davor, wo natürlich noch jetzt Terry und Frau Skudelny was zu sagen können. Es ging um die Frage halt zum Beispiel mit, also die Situation in Polen, Ungarn, Rumänien, aber auch jetzt in den USA und queer als Kriegsgrund für Herrn Putin. Wer möchte beginnen? Ich dachte, Frau Ich Skudelny kann entscheide. jetzt gut den Anfangspunkt mit der Debatte um Artikel 3 machen. Passt Deswegen auf, sonst go rede gleich wieder ich. Also. Genau. Ausgewählt. Ich glaube, wir haben beide geschwiegen, weil wir uns beide nicht getraut haben zu sprechen. Ich nehme mal beide Punkte auf. Ich habe ja vorhin schon von der sexuellen Identität gesprochen, weil ich tatsächlich glaube, dass das einer der wichtigen Punkte ist, über die wir debattieren müssen. Wir haben in doppeltem Sinne ein Fenster der Möglichkeiten. Wir haben jetzt eine Koalition, die, glaube ich, diesen Themen gegenüber sehr offen ist. Nicht nur was die Änderung von Artikel 3 betrifft. Und ganz ehrlich, wenn man an den Artikel 3 drin geht, dann ist Orientierung und Identität mit dabei, dann ist auch der Begriff der Rasse mal darüber zu diskutieren. Und auch da ist natürlich eine Modernisierung unseres Grundgesetzes dringend und zwingend notwendig. Und ich freue mich darauf, dass ich gerade mit diesen Partnern, die wir jetzt haben, diese Debatte führen können. Das geht dann bis runter, aber in die gesetzliche Ebene, was ich vorhin auch schon gesagt habe, was das Thema Familie betrifft. Familie ist nicht mehr Mama, Papa, Kind und nicht nur Mama, Mama und Papa, Papa, sondern da können auch noch mehrere Teilnehmer in der Familie sein.
sein. Mehrelternfamilien ist da auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil natürlich auch übrigens aus Sicht des Kindes diejenigen, zu denen ein Kind Bindung hat, auch da bleiben müssen. Und es ist bekannt, dass es eben nicht zwingend zwei Personen sein müssen, sondern dass auch enge Bindungen mit mehreren Personen vorhanden sein können. Und die in einen rechtlichen Rahmen zu gießen, wäre quasi der Ausschluss dessen, was wir in Artikel 3 dann entsprechend machen, halte ich für sehr wichtig. Was das andere Fenster der Möglichkeiten betrifft, ist, dass wir jetzt sehen, dass Europa mehr ist als nur eine Finanz- und Wirtschaftsvereinigung. Wir sehen, dass Europa Frieden und Sicherheit bringen kann. Deswegen hat die Ukraine ja auch einen Antrag auf die Aufnahme in die Europäische Union gestellt. Und wir sehen, dass gerade die Länder, die ansonsten mit den Freiheitsrechten nach innen eher, ich sag jetzt mal, nicht ausreichend umgehen, Sie haben es ja vorhin genannt, dass diese Länder aber sehr auf die Solidarität Europas pochen, wenn es um die Verteidigung ihrer eigenen Freiheitsrechte nach außen geht. Und da müssen wir sehen, dass Russland und Putin eine Bedrohung für sehr, sehr viele dieser Länder ist. Wenn man sich schaut, was ist denn aktuell das Kriegsziel von Putin, dann muss man sagen, das ist das Abschneiden der Ukraine vom Schwarzen Meer. Und direkt daneben ist übrigens noch ein Zipfel Rumänien, der genauso interessant für Putin wirtschaftlich wie strategisch ist. Deswegen hat Rumänien nicht zu Unrecht Angst davor, dass Putin tatsächlich die Kontrolle über die Ukraine respektive über diese Region betrifft. Wir sehen, dass auch Ungarn und Polen, die ja sonst, was die Rhetorik, was das Auftreten und auch was den Nationalismus betrifft, im Vorfeld sehr eng an der Seite Putins waren und mit einem Mal sehen, dass genau diese Haltung für sie selber innenpolitisch wie außen, wie an ihren Grenzen schwierig wird. Und es ist jetzt, glaube ich, eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir eine Europäische Union sind, aber nur dann, wenn die europäischen Werte, und da zählt Gleichberechtigung und Freiheit, wie wir es vorhin definiert haben, auch nach innen gelebt werden. Niemand kann und sollte darauf hoffen, dass wir gemeinsam nach außen hin eine Freiheit verteidigen, die die Länder nach innen hin ihren Bürgern nicht gewährt. Und ich glaube, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, genau diese Themen nochmal auf die Tagesordnung zu bringen, genau hier nochmal vielleicht Zusammenhänge herzustellen, weil die Länder ja durchaus ein Interesse an der Unterstützung Europas und auch der einzelnen Nationalstaaten in Europa haben. Und es würde dieser, und es steht dieser Bundesregierung sehr gut zu Gesicht, wenn wir genau hier Druck ausüben, zunächst einmal nationalen Druck ausüben, der dann in Europa aufgenommen werden kann und auf durch Europa nochmal in wirklich gute Bahnen gelenkt werden können, weil wir brauchen diese Fortschritte in diesen Ländern, weil wir werden nie ein gemeinsames Europa ohne gemeinsame Werte haben. Und die gemeinsamen Werte sind nun mal Gleichberechtigung, Freiheit, Menschenrechte, all das, was ein Land lebenswert, inhaltlich lebenswert macht. Und da müssen wir einen deutlichen Druck aufbauen, weil ansonsten werden wir Europa, glaube ich, in dieser Form auch nicht halten können, wenn sich Menschen innerhalb unseres Bündnisses derart eklatant gegen die Menschenrechte verstoßen. Da müssen wir einfach besser werden und wir haben jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, tatsächlich hier was voranzubringen. Terry, bevor du dazu dann Stellung beziehst, was Sie gerade gesagt haben, wir müssen das schaffen, dass diese Länder da vorankommen. Jetzt haben wir aber zum Beispiel gerade in Ländern wie Polen, wie in Ungarn ganz massiven Einfluss der Kirchen. Also von religiöser Seite. Die Frage ist, wie kann dort sozusagen ein Wertesystem, was von diesen Kirchen dort vertrieben wird, wie kann das aufgebrochen werden? Das war als Zwischenfrage, das stelle ich mir extrem schwer vor. Terry. Wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf. Ende Mai ist Katholikentag in Stuttgart. Ich finde, ich das werde ist singen. Auch eine Veranstaltung. Was? Ich singe mit Annie Heger auf dem Katholikentag. Ich als Atheist werde mit Annie Heger auf der Bühne stehen. Sie als evangelische, als protestantische Christin und ich als Atheist werden beim Katholikentag auf der Bühne stehen und singen. Ich freue mich schon sehr. Und wir werden auch was sagen zwischendurch. Also ich werde auch da sein und ich finde, oder ich werde das da auch sagen, dass gerade auch KatholikInnen da Verantwortung übernehmen müssen. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass dann auch Menschen aus Deutschland
genau bei solchen, wie Olli das gerade in Bezug auf die Partnerschaft der Kommunen und der Regionen angesprochen hat, da in Kontakt treten müssen und da sagen müssen, diese Definition, diese Anti-LGBTI-Definition, die in der katholischen Kirche in Polen eben sehr mehrheitlich gepusht wird, das bildet einfach nicht die gesamte Meinung innerhalb der katholischen Kirche ab. Und ich finde gerade so Initiativen wie Out in Church zeigen ja, es gibt wahnsinnig viele queere Menschen auch in Kirchen und dass die das Wort erheben und dass die sagen, wir wollen, dass sich auch in Kirchen was ändert, das ist wahnsinnig wichtig und dann eben auch den Druck auf ihre Glaubensgeschwister in anderen Ländern, wo es eine andere Tonalität, vielleicht sogar bestimmt feindselige Tonalität gegenüber der LGBTI-Community gibt, da auch wirklich offen reinzugehen. Das ist ein Anliegen, was ich da auf jeden Fall weitergeben werde. Ich will aber vielleicht nochmal auf deine vorherige Frage eingehen, Holger, weil ich glaube, und das haben wir jetzt auch Frau Skudelny und Olli schon gesagt, dieser autoritäre Backlash gegen unsere Rechte, der ist auf jeden Fall in Full Swing und das ist leider auch in Europa so. Es ist ein globaler Trend, es ist auch in Europa so. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Seiten von, wie wir darauf reagieren sollten. Die eine Seite ist in der Tat, wenn solche Rechtsbrüche stattfinden, gerade auch von europäischer Ebene, da mit einem sehr klaren Ton dagegen zu gehen. Also wirklich mit einer Entschiedenheit, die ich mir auch von der Europäischen Kommission stärker wünschen würde. Es gibt nämlich Instrumente über Vertragsverletzungsverfahren, wie jetzt vis-à-vis Ungarn und auch Polen mit diesen sogenannten LGBTI-freien Zonen, mit der Rechtsstaatskonditionalität, dass eben gesagt wird, wenn Regierungen so bewusst gegen Rechtsstaatlichkeit, gegen Grundrechte verstoßen, dann können denen auch Gelder eingefroren werden. Oder mit dem Artikel 7-Verfahren, was das ja bewusst auch aus den europäischen Verträgen so vorsieht. Das ist wahnsinnig wichtig und ein total zentraler Pfeiler. Und nochmal für mich in erster Linie, um die Menschen in diesen Ländern zu schützen. Ja? Weil es geht ja gar nicht darum, was wir in Deutschland jetzt davon denken. Es geht ja darum, die LGBTI-Community in Ungarn besser zu schützen. Und ich will vielleicht eins sagen, nach diesem ja wirklich gruseligen Wahlerfolg von Viktor Orban, wenn ihr die Möglichkeit habt, Solidarität in welcher Form auch immer nach Ungarn zu schicken, dann ist das gerade wichtiger denn je. Weil die Community sich da wirklich an einem wahnsinnig schwierigen Punkt befindet. Orban war in den letzten Jahren schon schlimm. Jetzt haben wir wirklich Orban auf Anabolika da. Und die Community hat Angst. Und da über solche Reisen, über mal zu einer Pride zu fahren, aber auch andere Instrumente, gelebte Solidarität zu zeigen, das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Die andere Dimension, die möchte ich aber auch ansprechen, ganz kurz, ist, es besser zu machen. Ja? Und da haben wir die Artikel-3-Debatte, da haben wir die vielen Gesetzgebungsvorschläge, die jetzt die Ampelkoalition ja in Deutschland voranbringen will. Und das ist, glaube ich, was eben gegen diesen Trend eines autoritären Backlash so ein Gegenlicht, so ein Hoffnungsschimmer zu setzen. Und das müssen wir auf deutscher Ebene machen, das müssen wir aber auch auf europäischer Ebene machen, zum Beispiel über solche Sachen wie bewusster, klarer gegen Hasskriminalität vorzugehen. Wir wollen jetzt eine gegenseitige Anerkennung von Elternschaft zwischen Mitgliedstaaten durchsetzen auf europäischer Ebene. Ich glaube, dass das die Community im Moment auch braucht, zu sehen, es kann auch anders sein. Ja, es gibt politische Mehrheiten gegen diesen Backlash und das ist wahnsinnig wichtig. Und da finde ich, dass ja, also wir jetzt mit der Ampelkoalition schon einige Sachen anschieben. Ich wünsche mir aber, dass das auch noch stärker und auch noch lauter dann auf europäischer Ebene wirklich auch so vorangetrieben wird. Es werden einige Gesetzesvorhaben kommen und ich hoffe, dass unsere Bundesregierung da dann endlich dieser Koalition, der die mehr machen wollen, beitritt, weil das haben wir in den letzten Jahren hier in Brüssel häufig vermisst, dass sich Deutschland in solchen Fragen auch mal klar positioniert. Das brauchen wir einfach, gerade um gegen diesen autoritären Wind, der da aus einigen Hauptstädten kommt, sich dem zu Wehr zu setzen. Darf ich da noch zwei kurze Sachen? Einmal, was mich wahnsinnig macht in Europa, ist, dass gerade diejenigen Länder, die jetzt hoffen, dass sie von Europa Unterstützung bekommen, weil sie sich von Putin bedroht fühlen, ihre eigenen Menschen in ihrem eigenen Land nicht unterstützen, ihnen die Freiheitsrechte nicht geben
und eben die europäischen Werte eben nicht unterstützend gewährleisten, sondern ganz im Gegensatz den Zahn der Zeit oder das Rad der Zeit wieder zurückdrehen. Und das ist was, was wir ganz deutlich sagen müssen. Wer sich auf die Europäische Union verlässt, was die Außenpolitik betrifft, muss sich an die Regeln der Europäischen und die Werte der Europäischen Union halten, was die Innenpolitik betrifft. Und ich glaube, das kann Europa so intonieren, das können aber auch die einzelnen Nationalstaaten intonieren. Und da müssen wir auch wirklich Druck auf diese Länder aufbauen. Und vorher hatten diese Länder keinen außenpolitischen Druck und haben gedacht, naja, so wichtig ist Europa nicht. Wie wichtig Europa ist, sehen wir jetzt, wo Putin Europa an seinen Grenzen, also das regionale, geografische Europa an seinen Grenzen angreift und damit dem politischen Europa immer näher rückt. Und dieses Window of Opportunity, die Möglichkeiten und diese Notwendigkeit eines politischen Europa, wie wir es haben, müssen wir jetzt nutzen, um den gerade diesen Ländern zu erklären, innenpolitisch müsst ihr was machen, ansonsten könnt ihr euch auch außenpolitisch nicht auf alle Ewigkeit darauf verlassen, dass wir eure Freiheit unterstützen, weil irgendwann mal müssen wir uns auch überlegen, wie wir und was die Werte sind, auf denen Europa wächst. Nicht die nächsten Jahre, aber ich glaube, dass wir eine deutliche Verbesserung brauchen. Und was die Kirche betrifft, ganz klar, der Staat steht über der Kirche. Und wenn der Staat Regelungen macht, und das ist auch wieder Europa da, wenn der Staat Regelungen macht, dann hat sich die Kirche daran zu halten. Und natürlich ist die Kirche ein großer gesellschaftlicher Faktor. Aber nicht umsonst sprechen wir auch in Deutschland über das Arbeitsrecht mit der katholischen Kirche. Und deswegen glaube ich, dass Europa und die Nationalstaaten auch in den Ländern Möglichkeiten haben, auf die Kirche, auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen. Und es ist natürlich ein gesellschaftliches Thema, was wir über die Kirche selber spielen können. Es ist aber leider in vielen Fällen auch ein staatliches Thema, dass dort einfach die gesetzlichen Regelungen fehlen. Und da können wir Druck über Europa und außenpolitischen Druck, wie ich gerade gesagt habe, über die Nationalstaaten aufbauen. Und das müssen wir auch aufbauen, weil wenn wir da nicht von beiden Seiten kommen, befürchte ich, wird sich in den nächsten Jahren wenig tun. Ich finde, es gibt noch einen weiteren Punkt, Frau Skrydelny, wo auch noch Druck aufgebaut werden könnte, und das wäre über die Wirtschaft selber. Also ich spreche jetzt nicht von Sanktionen über Europa oder über vom Bund her, sondern die Frage ist doch vor allen Dingen für mich auch die ethische und also die Ethik, die Firmen selber haben. Das sehen wir jetzt gerade in Bezug auf Russland, sehen wir das zum Beispiel, dass es Firmen gibt, die einfach ganz klar gesagt haben, nein, in Russland, wir stellen alles ein, während es andere Firmen gibt, die sagen, nein, wir behalten diesen Markt, anstatt auf der Ebene auch was zu machen. So, und ich würde mir es wünschen, dass auch auf dieser Ebene, also auf der privatwirtschaftlichen Ebene, dort mehr Druck aufgebaut werden würde. Also in diesen Ländern. Das nur dazu. Olli hat vorhin eine schöne Sache gesagt, nämlich was die Unterstützung angeht. Also wir als Projekt, kleine Eigenwerbung, wir haben ja unser schönes Kinderbuch rausgebracht, das schönste Kleid der Welt. Also ein Buch über Anna, die von allen Paul genannt wird, weil niemand weiß, dass sie ein Mädchen ist. Und wir haben dieses Buch ins Ungarische übersetzen lassen. Das ist als PDF bei uns auf der Homepage runterladbar, kostenfrei auf Ungarisch und kann dann halt verwendet werden von jedem, den es interessiert. So, aber was die Förderung angeht. So, wir können natürlich Druck ausüben auf einzelne Staaten, aber wäre es nicht vielleicht auch sinnvoll, im queeren Bereich jetzt Gruppen in diesen Ländern direkt zu unterstützen? Und die Frage ist, ich hätte es vorhin gesagt, es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir als NGOs da Solidarität bekunden. Dann frage ich mich, wo ist die Solidarität vom Land, vom Bund, von Europa, die diese Gruppen unterstützen? Und wenn wir uns mal angucken, die queerfeindlichen Gruppierungen, die wir haben weltweit, das ist ein riesiges Netzwerk, ne, Citizen Go etc., bestens finanziell ausgestattet von den Kirchen, also gerade in den östlichen Ländern, von den Kirchen massiv finanziell unterstützt. Die Heritage Foundation aus den USA, die massive Geldmengen in Anti-Trans-Projekte und Anti-LGBTIQ-Projekte hineinsteckt. Und in Deutschland und Europa sitzen wir, und jetzt spreche ich mal ganz deutlich, also von uns als gemeinnützigen Organisationen, wir sitzen hier und wir krebsen von einer Projektförderung zur nächsten. Und wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann ist es ad acta, weil es nicht mehr neu ist, dementsprechend nicht mehr weitergeführt wird. Und wir sollen auf Ehrenamtsbasis, auf prekärer, weil Projektarbeit ist prekär,
Auf dieser Ebene sollen wir gegen diese massiv gut ausgestatteten Rechtsaußengruppierungen antreten. Ist das noch zeitgemäß? Olli. Also natürlich, Holger, ist diese Projektitis, die du beschreibst, ja, ist wirklich ein großes Problem, weil ganz viele Themen, an denen wir arbeiten müssen, an denen wir arbeiten wollen und an denen ja viele auch dankenswerterweise arbeiten, sind ja nicht kurzfristig abzuhandeln, ne, Haken dran und dann ist sozusagen fertig und muss man nie wieder sich drum kümmern, sondern im Gegenteil, das sind ja langfristige Themen und das ist ja auch eine Frage der Nachhaltigkeit einfach, ne, dass man eben das auch absichert. Deshalb bin ich sehr froh, dass die Ampel im Bund auch in dieser Hinsicht sich viel vorgenommen hat. Also dieses Demokratiefördergesetz, das auch im Koalitionsvertrag verankert ist, da bin ich wirklich sehr gespannt und verbinde auch große Erwartungen damit, weil ich glaube, das geht genau in die Richtung, die du gerade beschrieben hast, beziehungsweise die du eingefordert hast. Es ist super wichtig, dass wir gesellschaftliches Engagement langfristig absichern. Und dieses Stichwort Demokratieförderung klingt zwar auch wieder sperrig, aber letztendlich geht es genau darum. Ja? Und wenn man eben diese Förderung gesetzlich absichert, dann ist das genau ein Schritt in die Richtung, dass man wegkommt von diesem kurzfristigen, nur projektorientiert und hinkommt eben auch als gesetzliche Aufgabe oder gesetzlicher Auftrag, dann langfristig das finanziell abzusichern. Deshalb, das finde ich richtig wichtig und weiß auch, dass da schon sehr konkret gerade die Eckpunkte ausgearbeitet werden. Also das ist ein Projekt, das nicht auf die lange Bank geschoben wird, sondern wo in Berlin wirklich ganz konkret auch schon dran gearbeitet wird. Und da ist es, denke ich, super wichtig, dass sich die zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen auch einbringen, wenn es jetzt darum geht, zu definieren, wie dieses Gesetz genau aussehen soll und dass das entsprechend partizipativ dann auch vom zuständigen Ministerium behandelt wird. Genau, also das ist, glaube ich, echt wichtig und man braucht ja einen langen Atem für diese Themen, um wirklich was zu verändern. Und wir sollten denen den Rücken stärken, die sich für diese Werte, von denen wir heute auch viel gesprochen haben in unserem Gespräch, die sich dafür einsetzen. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz wichtige Forderung und ich bin, wie gesagt, froh, dass ich den Eindruck habe, die neue Bundesregierung hat das auch sehr deutlich gehört. Und auch im Land wollen wir gucken. Das ist vielleicht noch ein Thema, das ich gerne einbringen würde, wo ich vielleicht auch in Richtung Frau Scudelny nochmal nachfragen will, weil mich das auch sehr interessiert. Sie haben es ja völlig zu Recht beschrieben, diese queerpolitische Fortschrittsagenda der Ampel, das ist wirklich super und höchste Zeit und auch ein wichtiges Signal, glaube ich, ganz fest dran. Der nationale Aktionsplan, der auch im Koalitionsvertrag steckt, das ist nämlich auch was. Alle Bundesländer, bis auf Bayern, haben inzwischen Aktionspläne für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Der in Baden-Württemberg ist super, Holger, wie du auch weißt, aber er ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also den müssen wir unbedingt mal updaten ein bisschen. Und ich stelle mir eigentlich idealerweise synchronisiert vielleicht auch mit dem Aktionsplan, der auf Bundesebene angedacht ist. Und deshalb wäre es da, glaube ich, auch gut, wenn wir irgendwie gucken, dass wir das bald anschieben, das Projekt im Bund, dass man es auch verknüpft denken kann zwischen Baden-Württemberg und Bundesebene. Was mir, bevor ich an Frau Scudelny weitergebe, bei dem Demokratiefördergesetz sehr, sehr wichtig ist, dass, wenn es da um die Aushandlung dieses Gesetzes geht, also gerade mit Organisationen, dass das nicht nur auf Verbandsebene passiert, sondern dass dieses Demokratiefördergesetz auch dafür ausgelegt ist, dass es in die Grassroots geht, in die kleinen Organisationen, nicht nur in die Verbände. Das wäre mir extrem wichtig, weil die Verbände halt nur einen Teil abbilden dessen, was an Arbeit wirklich im Lande geleistet wird. Ich weiß, das ist aufwendig, gerade was die Verwaltung dieser Sachen angeht. Aber wir haben das bei Demokratie Leben erlebt, dass jetzt Gelder vor allen Dingen halt in die Verbandsarbeit gesteckt wird, weil natürlich die Politik möchte natürlich wenige Ansprechpersonen haben, das ist klar. Aber gleichzeitig ist die Frage, ob damit dann auch wirklich die Arbeit dann, die wirklich ganz konkret vor Ort stattfindet, wie die dann trotzdem unterstützt werden kann. Also das bitte ich einfach nur im Hinterkopf zu behalten. Frau Scudelny.
Also im Bund haben wir schon viele Projekte, wo wir sagen, wir müssen die wirklich dauerhaft fördern. Und eines davon, das ich ganz besonders wichtig finde, ist die Magnus-Hirschfeld-Stiftung, die bis jetzt tatsächlich immer wieder beschränkt war, wo wir gesagt haben, wir brauchen eine dauerhafte Finanzierung und wir brauchen auch eine dauerhaft bessere Finanzierung. Das wird vor allem deswegen wichtig werden, weil, wenn man ganz ehrlich ist, der Bundeshaushalt wird nicht mehr werden. Wir sehen, dass nicht nur nach Corona, sondern auch jetzt im Zuge der Krise durch den Angriffskrieg von Putin in die Ukraine, dass wir da auf andere finanzielle Rahmenbedingungen stoßen werden und dass an vielen Ecken und Enden gekürzt werden wird. Das werden wir einfach erleben. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt haben und darauf geeinigt haben, wirklich felsenfest hier eine dauerhafte Finanzierung hinzubekommen. Was den nationalen Aktionsplan betrifft, kann ich sagen, wir sind im Hintergrund schon daran zu arbeiten. Ich hoffe mal, dass wir im Herbst spätestens die ersten Aufschläge kriegen. Aber ganz ehrlich, wir von der Regierung haben uns das auch ein bisschen anders vorgestellt. Wir wollten eine Fortschrittskoalition, wir wollten die Transformation voranbringen, Gleichberechtigung, gesellschaftlicher Wandel. Alle Ministerien waren gerade dabei, wirklich teilweise auch neue also Menschen, die vorher eben noch nie ein Ministerium geleitet haben, da wirklich Fuß zu fassen und sich reinzuarbeiten. Und dann kam mittendrin am 24. Februar dieser schreckliche Angriffskrieg, von dem wir alle nicht nur gehofft, sondern auch, hätten nicht überrascht sein dürfen. Nichtsdestoweniger konnte sich niemand wirklich vorstellen, dass Putin diesen Angriff vornimmt und er hat es getan. So dass wir da, das sehe ich aus vielen Ministerien, bis hin übrigens zum Umweltministerium, das ja für die nukleare Sicherheit und für die besetzten Kernkraftwerke in der Ukraine mit zuständig ist, dass wirklich alle Ministerien daran gearbeitet haben, hier Sicherheit für die eigene Bevölkerung, aber vor allem auch Hilfe und Nothilfe für die Ukrainer zu schaffen. Und jetzt kommen wir langsam so weit, dass zwar der Ukraine-Krieg weiterläuft und wir dürfen den auch nicht vergessen. Wir dürfen nie uns an einen solchen Zustand gewöhnen. Und trotzdem müssen wir auch unsere eigenen Belange wieder voranbringen. Und da sehen wir, dass jetzt die ersten Arbeitsgruppen gebildet werden, die Vorlagen gemacht werden. Wir im Hintergrund arbeiten und wir arbeiten eben im Hintergrund auch an den nationalen Aktionsplan, wo ja so Themen wie Finanzierung mit drin sind, damit wir die für die nächsten nicht 4 Jahre, sondern am besten für die nächsten 40 Jahre wirklich finanziell hinterlegen und so verankern, dass man hinter diese Linie, die wir dort ziehen wollen, nicht mehr zurückfallen kann. Das ist das Ziel, quasi die Politik und den Rahmenbedingungen so sicher zu machen, dass wir von der Politik aus auf die Gesellschaft Einfluss nehmen können und nicht umgekehrt einzelne gesellschaftliche Strömungen, die sich im Moment vielleicht mit einem Rückenwind wehen, Einfluss nehmen zu lassen auf die Politik, sondern das müssen wir auch in Deutschland klein halten und da wollen wir die Rahmenbedingungen auch über den nationalen Aktionsplan so setzen, dass das hoffentlich ein Netz und doppelter Boden für die Freiheitsrechte in Deutschland ist. Terry. Also wenn ich ganz kurz das einmal so sagen darf, eine Haushaltslage kann man ja nicht nur dadurch entspannen, dass man weniger ausgibt, sondern auch, dass man zum Beispiel mehr einnimmt. Also dass dieser Haushalt so ist, wie er ist, das könnte man ja auch von der Einnahmenseite verändern, indem man zum Beispiel Steuern erhöht. Aber das muss ich jetzt einfach einmal kurz als, ich glaube, auch Ja, offener aber ich glaube auch, Konflikt das mit den mitbringen. Steuereinnahmen wird schwieriger werden, weil wenn tatsächlich die gesamtwirtschaftlichen Umsätze runtergehen, ich würde die Debatte an Naja, der man Stelle nicht hätte vielleicht aufmachen, aber Kohle es wird für haben, alle und für dann über niemanden die deutlich Steuer. Also ich will einfacher nur werden. sagen, man könnte auch andere Quellen finden, um den Bundeshaushalt nochmal aufzupimpen, aber gut, das ist jetzt nicht die Debatte. Was ich eigentlich sagen wollte, und das finde ich nochmal zentral, wir haben gesehen in Ungarn und gerade weil Holger, du die Finanzierung angesprochen hast, eine der ersten Sachen, die Viktor Orban gemacht hat, neben der Einschränkung der Pressefreiheit, war wirklich sehr bewusst, zivilgesellschaftliche Finanzierung auszutrocknen. Und das sowohl staatliche Finanzierung als auch es NGOs schwieriger zu machen, bis unmöglich zu machen, von ausländischen Quellen Finanzierung anzunehmen. Und das zeigt ja, was für eine zentrale Rolle Zivilgesellschaft auch in der Gegenwehr gegen solche autokratischen Strukturen hat. Weil ich meine, der macht das ja aus einem Grund. Der macht das ja, weil er Angst davor hatte,
was eben zivilgesellschaftliche Organisationen, was AktivistInnen ihm in den Weg zu stellen haben. Und das sehen wir bis heute, und das ist nicht nur in Ungarn so, weil die Leute, die gegen diese Rechtsstaatsbrüche, gegen diese Einschränkungen von Grundrechten auf die Straße gehen, die da Opposition zu organisieren, das sind in ganz vielen Fällen zivilgesellschaftliche Organisationen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da eine vernünftige Finanzierung haben. Ich finde das für die deutsche Perspektive wahnsinnig wichtig, auch auf Landesebene wahnsinnig wichtig, aber auch wir auf europäischer Ebene haben da mit dem Rights and Values Program nochmal einen Topf geschaffen, weil wir gesagt haben, diese Frage von europäischen Werten, natürlich, wir haben Mittel wie die Rechtsstaatskonditionalität, wir haben Mittel wie Vertragsverletzungsverfahren, aber wir wollen auch gerade die AkteurInnen on the ground unterstützen, die sich für diese Werte einsetzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Finanzierungsquellen haben. Und ich möchte das wirklich nochmal sagen. Ich glaube, die letzten Jahre in Ungarn waren schon sehr, sehr hart. Ich glaube, mit dieser dicken Zweidrittelmehrheit, die der jetzt im Parlament hat, wird es in den nächsten Jahren noch schlimmer werden. Und deshalb ist es noch wichtiger, dass es da Möglichkeiten gibt, für zivilgesellschaftliche Organisationen eine Unterstützung von europäischer Ebene zu bekommen. Aber eben neben dem Geld, und ich glaube, das sagen mir auch immer wieder Leute aus der Community, auch eine ideelle Unterstützung. Also wirklich, wenn ihr könnt, natürlich gerne was spenden, was weiß ich, in unterschiedlichen Formen da Unterstützung schicken, aber eben auch wirklich mal selber hinfahren, zu einer Pride fahren, vor Ort sein und den Leuten einfach sagen, was für eine wahnsinnig wichtige Arbeit sie leisten. Weil das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, wenn die das Gefühl haben, sie sind da auf verlorenem Posten. Das wiederum, Terry, ist ein sehr schöner Gedanke. Nur, da sind wir wieder bei der Förderung halt. Ne? Das kostet alles Geld. Mal eben kurz nach Ungarn zu fahren. Stuttgart hat in Ungarn keine Partnerstadt. Das bedeutet, wir haben auch nicht mal die Möglichkeit, jetzt kommunal sozusagen uns da von der Stadt über die auswärtigen Beziehungen da Gelder zu holen. Und selbst die zahlen ja nicht alles. Ne? Und das blutet halt auch dann, so wichtig diese Aktionen wären, sie bluten halt eine Organisation auch aus. Denn wo bekommen Organisationen wie wir Gelder her? Ne? Wir haben ein wahnsinniges Spendenaufkommen gerade für die Ukraine, was unheimlich, es ist wirklich unfassbar und wahnsinnig gut. Das Bündnis Queere Nothilfe hat, glaube ich, also mittlerweile über 500.000 Euro zusammengetragen, um die Community in der Ukraine, die Geflüchteten zu unterstützen. Eine 500.000 Euro. So. Ja, aber es ist eigentlich immer noch zu wenig. Und ich wollte das Thema eigentlich nicht ansteigen, weil wir eigentlich schon viel zu lang sind. Aber Olli, kurze Frage. Es wurden 1,5 Stellen wurden vom Land eingerichtet, um geflüchtete KünstlerInnen aus der Ukraine zu unterstützen. Wird es sowas auch für queere Personen geben oder für BIPOC-Personen, die rüberkommen? Also das war eine Initiative, die insbesondere unserer Landtagspräsidentin Muhterem Aras sehr wichtig war. Das ist mit entscheidend dafür gewesen, dass diese Stellen eingerichtet worden sind. Tatsächlich ist ein Blick hier in die Zukunft nicht ganz einfach, weil wir natürlich leider nicht wissen, wie es sich in der Ukraine tatsächlich weiterentwickelt. Wir würden uns ja alle wünschen, dass dieser Krieg nie stattgefunden hätte und jetzt eben, dass er möglichst schnell endet. Aber wir sehen, dass alles überhaupt nicht klar ist, sieht leider ja nicht danach aus. Eher im Gegenteil, was an Brutalität, die Brutalität nimmt ja unentwegt zu. Ne? Das zeigen uns ja die entsprechenden Bilder und dieses entsetzliche Leid, das wir sehen. Ich glaube, dass es wirklich beeindruckend ist, wie groß die Hilfsbereitschaft ist bei der Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine. Und natürlich müssen wir auch von den staatlichen Strukturen her gucken, dass wir das gut hinkriegen. Aber ich muss sagen, das ist uns in Baden-Württemberg doch überwiegend gut gelungen. Ich bin total beeindruckt und wir hatten schon mal, glaube ich, darüber geredet, Holger, was gerade auch in Stuttgart an Hilfsbereitschaft da ist. Am Hauptbahnhof wurden ja sehr schnell, insbesondere von zivilgesellschaftlicher Seite, Anlaufstellen eingerichtet, um einfach den Leuten ein gutes und sicheres Ankommen zu ermöglichen. Ich glaube, das ist weiterhin eine vordringliche Aufgabe. Wir sehen aktuell, dass die Zahlen zurückgehen. Also es kommen weniger Menschen, aber das bedeutet nicht, dass es eine Entspannung gäbe. Und wir wissen vor allen Dingen nicht, wie das mittel- und langfristig tatsächlich weitergeht. Und die hier angekommen sind, die müssen wir natürlich bestmöglich unterstützen. Da kann ich dir mit Blick auf queere Geflüchtete aus der Ukraine sagen, dass das Sozialministerium jetzt einen Förderaufruf veröffentlicht hat,
Integration vor Ort, wo insbesondere erstmalig auch ein quasi ein Projekttitel geschaffen wird, wo es um die Unterstützung von besonders vulnerablen Fluchtgruppen geht, insbesondere auch LSBTTIQ-Geflüchtete. Also hier ist zumindest ein Finanzierungstopf jetzt aufgemacht, wo es eben auch darum geht, diejenigen zu unterstützen, die queere Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen, die in Baden-Württemberg ankommen. Und ja, wir beide wissen, dass es da viele Organisationen gibt in Baden-Württemberg, die da Arbeit leisten. Deshalb vielleicht an dieser Stelle auch ein Aufruf an all diejenigen, für die das eben in Frage kommt oder für die das interessant sein könnte, sich diesen Förderanruf anzuschauen. Der ist vor wenigen Wochen veröffentlicht worden und soll auch sehr zügig umgesetzt werden. Also das einfach an diejenigen, die es betrifft, als Hinweis, da gibt es eben Möglichkeiten, Gelder zu beantragen. Die Muhterem Aras ist ja auch die Schirmherrin jetzt gerade für die Pride in Stuttgart und vielleicht ist es ja auch ein Ansatz, ihr zu sagen, dass man die 1,5 vielleicht auf zwei Stellen aufrunden könnte, weil ich glaube, dass das insbesondere der Landeshauptstadt, ich meine, bei uns kommen sehr viele Geflüchtete an, die kommen über Berlin und werden dann in die Länder verteilt und Stuttgart ist da eben auch einer der Brennpunkte dafür. Und ich glaube, dass es sehr schön wäre, wenn wir hier auch ein gemeinsames Zeichen sehen, setzen können. Auch wenn ich weiß, dass wir im Bund Hausaufgaben in dem Bereich haben, haben wir im Land Hausaufgaben. Und ich glaube, wenn jeder seine Hausaufgaben macht, kommen wir auch in Deutschland ein Stück weiter. Aber es wird eben nur gemeinsam gehen. Aber gerade wo Muhterem Aras jetzt, ich war bei ihrer Einsetzung, bei der Bekanntgabe dabei, das war wirklich ein tolles Fest in Stuttgart. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass sie die Schirmherrschaft übernommen hat. Aber es wäre eben schön, wir könnten dann gerade vor dem Hintergrund aktuell da vielleicht auch noch mal ein besonderes Zeichen setzen. Genau, weil also dass die Problematik gerade, was queere Menschen in der Ukraine angeht, die Ukraine ist zwar auf einem guten Weg, muss mal so zu sagen, aber Queerfeindlichkeit ist einfach noch an der Tagesordnung. Und viele, viele Menschen haben einfach Angst, sich direkt zu outen, auch wenn sie, also im Land ohnehin, aber auch wenn sie rüberkommen. Mal ganz davon abgesehen, dass auch schwule und bisexuelle Männer das Land nicht verlassen dürfen und dementsprechend natürlich trotzdem dann auch an der Front, um es mal ganz hart zu sagen, dann trotzdem noch von ihren eigenen KameradInnen dann auch noch Diskriminierung erleiden. Transpersonen, die das Land nicht verlassen dürfen, wenn ihre Pässe nicht geändert sind. Und vor allen Dingen auch, was man nicht vergessen darf, es gibt viele russische AktivistInnen, die von Russland in die Ukraine geflüchtet sind, weil dort die Lage zumindest etwas besser war. Und auch die haben ganz große Probleme jetzt. Also von erster Beginn der Zeit habe ich auch da ranzugehen und auch finanziell daran zu gehen. Wir sind schon weit über der Zeit. Ich könnte eigentlich noch stundenlang jetzt hier weitersprechen. Ich bin vor allen Dingen froh, dass ich das jetzt nochmal einbringen konnte mit der Projektitis, wie du es so schön gesagt hast. Olli, vielen Dank für dieses Wort. Das ist wirklich eine Sache, die uns allen sehr, sehr helfen würde, weil momentan ist es so, da vom Gefühl her, dass diese Aufgabe obwohl es auch Bundes- und Landes- und kommunale Aufgaben wären, für diese Demokratieförderung und für den Schutz dieser Menschen zu sorgen, doch ziemlich stark auf den Schultern der NGOs lastet und die dann aber halt leider in relativ prekären Situationen arbeiten müssen. Und das ist ein Zustand, den wir dringend angehen müssen auf allen Ebenen. Ich bedanke mich erstmal herzlichst für dieses ausführliche Gespräch. Ich hoffe, Sie konnten alles loswerden, was ihr sie loswerden wolltet. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir können jetzt mal alle in die Kamera winken und dann würde ich zurückgeben ins Live-Studio. Tschüss.